Über die Jahre, die ich ihn begleiten durfte, hat mein Freund Sherlock Holmes viele haarsträubende Abenteuer erlebt. Neben den bekannten Verbrechen, die ich in diversen Romanen und Kurzgeschichten aufbereitete und zu seinem Leidwesen ausschmückte, gab es auch nicht wenige Erlebnisse jenseits des Fasslichen. Fälle, die nicht mit der ihm eigenen, entwaffnenden, rationalen Logik erklärt werden konnten. Ereignisse, die so brisant waren, dass ich sie nur unter Decknamen oder in der dritten Person niederschreiben konnte, wenn überhaupt. Von manchen Vorkommnissen blieben mir nur eilig hingekritzelte Stichworte. Und einiges sollte besser für immer im Verborgenen bleiben. Nun, da sich mein Leben dem Ende zuneigt, habe ich beschlossen, meine Aufzeichnungen noch einmal hervorzuholen und von den vielen unbekannten und unglaublichen Fällen meines Freundes zu berichten. Blättern Sie mit mir in den Sherlock Holmes Chronicles. Sherlock Holmes Chronicles. Der rote Löwe. Seitdem ich die einträgliche Arztpraxis in der Queen Anne Street aufgegeben hatte, gehörte ich zum alten Eisen. Meine Tage als Pensionär verbrachte ich hauptsächlich mit ausgiebigen Mahlzeiten und langen Spaziergängen im Park. So dämmerte ich vor mich hin und hatte keine Ziele, Wünsche oder Hoffnungen mehr. Täglich musste ich der aufregenden Zeiten gedenken, die ich an der Seite meines treuen Freundes Sherlock Holmes in der Baker Street verbracht hatte. Dies geschah weniger aus sentimentalen Gründen, sondern vielmehr deshalb, weil mich eine unangenehme Schussverletzung am Oberschenkel noch immer schmerzte. Sie war mir im Jahr 1902 bei einem unserer letzten gemeinsamen Abenteuer von einem grässlichen Schurken zugefügt worden. Derartig in Gedanken versunken, überhörte ich fast das Läuten an der Tür. Ich ging nachsehen. Ein Bote übergab mir eine telegrafische Depesche. Ich riss sie hastig auf. Darin stand: Mein lieber Watson, wie wäre es mit einem gemeinsamen Ausflug für einige Wochen auf den Kontinent? Die Royal Academy of Dramatic Art hat mich für ein Gastspiel in Deutschland verpflichtet. Stopp. Kost und Logis frei. Stopp. Abfahrt am 15. Mai mittags ab Waterloo Station. Stopp. Vergessen Sie nicht, Ihren Revolver mitzubringen. Sherlock Holmes. Eine Weile starrte ich verdutzt auf das Papier. Dann erinnerte ich mich. Sherlock Holmes war gleich nach seiner College-Zeit in Oxford und Cambridge Schauspieler geworden. Unter dem Künstlernamen William Ascot hatte er zwischen 1879 und 1881 große Erfolge auf englischen und amerikanischen Bühnen gefeiert, bevor er anschließend ein beratender Detektiv wurde. Holmes' schauspielerisches Talent und seine Fähigkeit, blitzschnell in die unterschiedlichsten Rollen schlüpfen zu können, hatten ihm bei seiner Detektivarbeit gute Dienste geleistet. Dadurch zuckte es mich siebenteils. In dem Telegramm stand, ich solle meine Waffe bei mir tragen. Das deutete auf eine spannende Detektivgeschichte hin, gepaart mit einem Theaterspiel als Tarnung. Mich benötigte er gewiss zur Rückendeckung, wie damals in der Moorlandschaft von Baskerville. Ich leide seit langem unter der Phobie, mich zu verspäten und deshalb eine Verabredung zu verpassen. Ich nehme an, dies rührt von meinem Pflichtbewusstsein als alter Militär und Mediziner. Deshalb traf ich auch diesmal überpünktlich an der Waterloo Station ein. An den Gleisen stand außer mir nur noch ein abgerissenes Subjekt in einem blauen, fadenscheinigen Kittel mit einer schmierigen Mütze auf dem Kopf. Der Vagabund grinste mich mit schiefgelegtem Kopfe an und kam auf mich zugehinkt. Ganz offensichtlich wollte er ein Almosen erbetteln. Bei mir würde er auf Granit beißen. Ich spendete regelmäßig für das Blindenheim in Ebbshurst. Dabei wollte ich es belassen. Geben Sie mir armselig Penny, Sir. Aus den Augen, taugenichts, blaffte ich ihn an und hob drohend meinen Stock.
Aber, mein lieber Doktor, Sie werden doch Ihrem Kameraden keinen bleibenden Schaden zufügen wollen. Holmes, was soll die Maskerade? Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ich wollte nur überprüfen, ob wir bereits auf dem ersten Teil unserer Reise gefährdet sind. Das Böse schläft nie und seine Augen sind beinahe überall. Momentan scheinen wir jedoch noch nicht bedroht zu sein. Ich gehe mich schnell umkleiden. Warten Sie so lange auf mich. Kurz nachdem der Zug bereitgestellt wurde, traf Holmes wieder bei mir ein. Er hatte den widerlichen Schmutz abgespült und trug nun einen bequemen, karierten Mantel mit vielen Taschen nebst einer dazu passenden, gemusterten Mütze mit hochgebundenen Ohrenklappen. Ein mürrischer Gepäckträger kam angeschlurft und verstaute unsere Reisetaschen. Holmes hatte ein Raucherabteil erster Klasse gemietet. Wir waren die einzigen Fahrgäste darin und machten es uns an den Fensterplätzen bequem. So, mein lieber Freund, Sie sind mir eine umfassende Erklärung dafür schuldig, was dieser Mummenschanz zu bedeuten hat. Gott sei Dank verfügen wir auf unserer Bahnreise zur Küste über genügend Muße. Die Geschichte ist reichlich verzwickt und führt uns auf direktem Weg in die deutsche Vergangenheit. Alles begann vor geraumer Zeit, nämlich im Jahr 1862. Damals hatte der preußische König Wilhelm I. den Staatsmann Otto von Bismarck zum Ministerpräsidenten berufen. Er erteilte ihm einen klaren Auftrag. Er sollte ihn, den kleinen preußischen König, zum großen deutschen Kaiser machen. Da der Ministerpräsident als militärischer Oberbefehlshaber in der Wahl seiner Mittel völlig freie Hand hatte, ließ er 3 militärische Konflikte anzetteln. Die 3 Feldzüge gingen als der Deutsch-Dänische Krieg von 1864, der Deutsch-Österreichische Krieg von 1866 und der Deutsch-Französische Krieg von 1870-71 in die Geschichte ein. Alle 3 Kriege wurden von den Deutschen gewonnen. Preußen annektierte unter anderem Schleswig-Holstein, Kurhessen-Nassau und die freie Stadt Frankfurt. Ich erinnere mich. Justament Anfang September 1872 entschied ich mich für eine militärische Arztlaufbahn. So sind die Mächte des Schicksals. Alles auf dieser Welt ist irgendwie miteinander verbunden. Auf jeden Fall gingen Bismarcks Pläne auf. Am 18. Januar 1871 ließ sich der siegreiche Wilhelm I. im Spiegelsaal zu Versailles zum deutschen Kaiser ausrufen. Der Nationalstaat Deutsches Reich entstand. Und aus diesem Grund setzen wir nun auf den Kontinent über? Gemach. Nur wer das große Ganze kennt, kann das Detail verstehen. Also, in dem deutsch-österreichischen Krieg von 1866 hatten preußische Truppen auch das Königreich Hannover annektiert und den dortigen König vertrieben. Georg V. ging ins Exil nach Österreich. Zu seinem Gefolge gehörte sein 21-jähriger Sohn Ernst August II. Der Kronprinz wurde aufgrund komplizierter genealogischer Verflechtungen im Jahr 1878 zum 3. Herzog von Cumberland ernannt. Damit war auch der Titel eines Prinzen von Großbritannien und Irland sowie der Rang eines Generals der britischen Armee verbunden. Wie hat denn dem Kronprinzen seine neue heimatliche englische Grafschaft gefallen? Die neu gewonnenen Titel interessierten ihn wenig. Der Herzog wollte seine alten Rechte und Besitztümer zurück, die ihm und seiner Familie von den Preußen geraubt worden waren. Er fühlte sich als legitimer Erbe und beanspruchte sowohl das Königreich Hannover als auch das Herzogtum Braunschweig. Lassen Sie mich raten, er biss auf Granit. Ich kenne doch die Deutschen, diese Pfennigfuchser. Die sind geizig bis zur Halskrause. In der Tat. Der deutsche Bundesrat erklärte am 2. Juli 1885, dass eine Regierung des britischen Herzogs von Cumberland in Braunschweig mit den Grundprinzipien der Bundesverträge und der Reichsverfassung unvereinbar sei. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Genau. Ernst August II. Erzog seine 7 Kinder im Geiste von Heimatvertriebenen. Nicht immer mit dem gleichen Erfolg. Ausgerechnet seine jüngste Tochter, Charlotte von Cumberland, war aus einem ganz anderen Holz geschnitzt als ihr Vater. Sie fühlte sich als Europäerin. Sie ging in Kopenhagen zur Schule und wechselte später an das berühmte St. Blairs-Internat in London. Bereits mit 18 Jahren begann sie sich in der Suffragettenbewegung zu engagieren. Außerdem spielte sie in einem Laientheater mit. Ach, doch damit nicht genug. Im Jahr 1909 meldete sich die äußerst selbstbewusste junge Dame bei einem öffentlichen Wettbewerb an der Royal Academy of Dramatic Art zum Vorspiel an. Sie wurde angenommen. Jetzt, wo Sie es sagen, fällt es mir ein, dass ich Sie schon einmal auf der Bühne gesehen habe. Die Wogen hatten sich schon fast geglättet, als Charlotte in der jüngsten Inszenierung der Royal Academy of Dramatic Art einen Spitzenplatz auf der Besetzungsliste zugeteilt bekam. In dem Shakespeare-Drama Romeo und Julia soll sie die weibliche Hauptperson spielen. Unter dem wenig originellen Künstlernamen Lottie Land wird sie mit auf Europa-Tournee gehen.
In Deutschland sind 3 Gastspiele geplant. In Berlin, in Leipzig und in Hannover. Die Gefahr, dass die wahre Identität der Darstellerin der Julia absichtlich enthüllt werden könnte, ist groß. Wenn dies geschieht, wird es zu einem riesigen Eklat kommen. Doch damit nicht genug. Der britische Geheimdienst und vor allem mein Bruder Mycroft fürchten noch etwas weitaus Schlimmeres. Und das wäre? Es gibt ernstzunehmende Hinweise darauf, dass Charlotte von Cumberland gleich nach ihrer Ankunft in Deutschland entführt werden soll. Dafür kommen verschiedene politische Gruppierungen in Frage. Die Nationalliberale Partei beispielsweise will mit aller Macht verhindern, dass das Thema Königreich Hannover noch einmal auf die Tagesordnung gelangen könnte. Reaktionäre Kräfte innerhalb der deutsch-konservativen Partei wiederum haben ein Interesse daran, einen internationalen Konflikt zwischen dem Deutschen Reich und Großbritannien zu entfachen. Ein Krieg? Ausgeschlossen. Alle Herrscherhäuser sind miteinander verwandt und streben auf ein vereinigtes Europa zu. Wohl wahr, wohl wahr. Trotzdem gibt es machtbesessene Politiker, welche die beiden Nationen in eine militärische Auseinandersetzung treiben wollen, die in einen Weltkrieg münden könnte. Die Deutschen möchten auf diese Weise eine Neuverteilung der englischen Kolonien in Übersee erzwingen. Weshalb kümmert sich Mycroft nicht selbst um die Sache? Auf diplomatischem Wege kann dem Konflikt kaum begegnet werden. In dieser Sache kann er keine Agenten nach Deutschland schicken. Sobald sie eingreifen müssten, würden sie sofort enttarnt werden, damit Öl ins Feuer gießen und den bereits angerichteten Schaden noch weiter vergrößern. Aufgrund all dieser Erwägungen ist die Wahl letztendlich auf mich gefallen. Wenn jemand die Entführung von Lottie Land zu verhindern vermag, dann bin ich es. Und im Notfall kann ich als Privatdetektiv durchaus mit den deutschen Polizeibehörden zusammenarbeiten. Aus meiner Anwesenheit im Theaterensemble lässt sich kein politisches Kapital schlagen. Elementar, Holmes. Elementar. Aber welche Aufgabe haben Sie mir zugedacht? Gehen wir getrennte Wege oder schlagen wir den Feind vereint? Wenn ich auf der Bühne stehe, brauche ich einen Vertrauten in den Garderoben, der Lottie Land beschützen kann. Wir alle ruhen zwar fest in Gottes Hand, aber etwas zusätzliche Unterstützung kann nie schaden. Das Hotel Kempinski in Berlin zeichnete sich vor allem durch 2 Besonderheiten aus. 250 Köche sorgten in mehreren Schichten rund um die Uhr für das leibliche Wohl der Gäste. Die Zimmer waren modern und auf dem neuesten Stand eingerichtet. Der letzte komplette Umbau des Gebäudes lag erst 3 Jahre zurück. Die Geheimloge Mysteria Mystica Eterna hatte sich im Hotel eine komplette Zimmerflucht dauerhaft gemietet und sie nach eigenen Wünschen gründlich umgestalten lassen. Der Grund, weshalb die Wahl der Verschwörer auf das Kempinski gefallen war, lag weniger in den günstigen Preisen oder der ausgezeichneten gastronomischen Versorgung, sondern mehr in der 3. Besonderheit, über die das Hotel verfügte. Es hatte diverse Ein- und Ausgänge. Heimliche Besucher konnten im Schutz der Dunkelheit völlig problemlos durch eine der Nebenpforten schlüpfen, ohne Angst vor neugierigen Augen haben zu müssen. Ganz am Ende eines verwinkelten Gangs, der zum Personaltrakt in der 5. Etage gehörte, trug eine durch einen Vorsprung verdeckte und deshalb kaum sichtbare Tür die abweisende Aufschrift Zutritt verboten. Der winzige Raum dahinter war als Wäschekammer getarnt. Ein Mann mittleren Alters mit Spitzbart und gezwirbeltem Schnauzer sah sich verstohlen um, ehe er eintrat und die Tür hinter sich schloss. Er klopfte an die weiß gestrichene Holzwand an der Rückseite. Wer seid ihr? Der Meister des jüngsten Tages. Was wollt ihr? Den großen Baumeister aller Welten finden. So tretet ein im Zeichen des Roten Löwen. Die Holzwand rutschte geräuschlos zur Seite und der Mann schlüpfte durch die schmale Öffnung. Nun stand er in einem schmalen Flur, in dem völlige Dunkelheit herrschte. Der Mann tastete sich an der Wand entlang, bis er an der Täfelung ein geschnitztes Einhorn erfüllte. Er drückte darauf und ein Verschlag tat sich auf, der von indirektem Licht spärlich erleuchtet wurde. Er streifte sich einen schwarzen Seidenumhang über, dessen doppelt umsäumte Kapuze sein Gesicht völlig verhüllte.
gürtete sich mit einer geflochtenen Kordel und zog sich schneeweiße Handschuhe an. Schließlich vervollständigte er das Ensemble mit einer schweren silbernen Kette. Dann schob er einen dicken Vorhang beiseite und trat ein in das Innere des Tempels. Der Raum, dessen Größe sich nur erahnen ließ, war achteckig. Er wurde von rot glimmenden elektrischen Fackeln notdürftig erhellt, die in den geballten Fäusten von bronzefarbenen Männerarmen steckten, die ringsum seitlich aus den Wänden ragten. Es gab keine sichtbaren Fenster oder Türen. Die kuppelförmige Decke bildete den Sternenhimmel ab und im Boden war ein Pentagramm in das Parkett eingelassen worden. 5 weitere schwarz gekleidete Gestalten knieten im Halbkreis vor einem erhöhten, mit rosenkreuzerischen Symbolen verzierten goldenen Thron. Auf ihm saß der in Purpur gehüllte Großmeister der Loge. Sein Gesicht unter der Kapuze lag im Schatten. In der linken Hand hielt er ein blitzendes Schwert und in der rechten einen Totenschädel. Hinter ihm hing ein bestickter Seidenteppich, der mit freimaurerischen Symbolen reich verziert war. Umgeben von Maurerkelle, Winkelmaß und Zirkel sandte ein glühendes Auge gleißende Strahlen nach allen Seiten aus. Nebel waberte durch den Raum und leise erklang aus der Ferne eine Melodie, die an gregorianische Gesänge erinnerte. Der Neuankömmling senkte sein Haupt und sprach: Ehrwürdiger Meister, erleuchte uns mit deiner Weisheit und führe uns auf den Weg des Lichts, auf dass es uns an nichts mehr mangelt, auf allen Zeiten und für immer da. Bruder Joachim, spar dir deine Worte. Heute haben wir keine Zeit für solchen Schwachsinn. Die englischen Hunde sind uns irgendwie auf die Schliche gekommen. Aber noch ist nichts verloren. Sie stochern im Dunkeln und erahnen nicht das kühne Ausmaß unseres gewaltigen Vorhabens. Doch selbst einen verwirrten Feind darf man nie unterschätzen. Rechne mit dem Schlimmsten und hoffe auf das Beste, sagt schon das Sprichwort. Deshalb müssen wir uns beeilen, damit sie unsere Pläne nicht durchkreuzen können. Was schlagt ihr also vor, ehrwürdiger Meister? Sie haben einen Detektiv engagiert, der die Kleine schützen soll. Er soll nach seiner Mutter schreien und den Tag verfluchen, an dem er uns in die Quere gekommen ist. Lasst die Bluthunde von der Kette. Wer keine Gnade kennt, kann keine Gnade erwarten. Euer Wunsch ist mir Befehl, ehrwürdiger Meister. Der Zug lief pünktlich auf die Minute nachmittags um 2.30 Uhr in Dover ein. Außer uns beiden stiegen noch zahlreiche andere Fahrgäste in dem Küstenstädtchen aus, aber keiner von ihnen kam uns verdächtig vor. Der Bahnhof war ein reizendes gelbes Backsteingebäude mit vielen gusseisernen Säulen und einem geschwungenen Schieferdach. An der gepflasterten Hauptstraße wartete eine ganze Reihe von Droschken auf Kundschaft. Als wir uns dem Wagen unserer Wahl auf wenige Schritte genähert hatten, wurde einer der Fuhrmänner auf uns aufmerksam und kam flugs herbeigeeilt. Er trug einen weiten, schwarzen Umhang mit breitem Überwurf und einen glänzend gebürsteten Zylinderhut, den er mit einer Schleife aus Kreppband geschmückt hatte. Gentlemen, es ist mir eine Ehre, Sie befördern zu dürfen. Die Ehre ist ganz unsererseits, Mr. Jack Miller, wohnhaft in der hiesigen Bridge Road Nummer 6. Sir, Sie haben ein scharfes Auge. Die meisten Fahrgäste übersehen das kleine Namensschild am Kutschbock. Mit mir sind Sie äußerst preiswert unterwegs. Für ein paar Penny fahre ich Sie so weit Sie wollen. Wohin darf ich Sie also bringen? Wir beide werden zur Stunde im Hotel zu den Shakespeare-Klippen erwartet. Bitte veranstalten Sie also keine Stadtrundfahrt, sondern nehmen Sie den direkten Weg. Ganz wie Sie belieben, Sir. Ja. Bis zu unserer Unterkunft waren wir weniger als eine halbe Stunde unterwegs. Ich schätzte die Strecke auf etwas mehr als 8000 Yards. Unser Hotel lag, wie sein Name zu den Shakespeare-Klippen schon vermuten ließ, unmittelbar am äußersten Rand der hochaufragenden Steilküste, von wo aus sich ein atemberaubender Blick auf das Hafenbecken und die Burg von Dover weit oben auf den Felsen bot. Der Hansom Cab hielt an einem von Efeu berankten Torhaus und sogleich kam ein livrierter Page herbeigeeilt, um uns bei unserem Gepäck behilflich zu sein. Exzellenz, zu gütig!
Falls ich Ihnen späterhin einmal behilflich sein soll, so bin ich gerne dazu bereit. Sie finden mich meistens auf meinem Stellplatz am Bahnhof. Und falls ich mit einer Fuhre unterwegs sein sollte, nimmt jeder andere Kutscher dort gerne eine Nachricht für mich entgegen. Wir kennen uns alle recht lange und bilden eine verschworene Gemeinschaft. Obwohl wir doch Konkurrenten sind. Leben und leben lassen, lautet unsere Devise. Jack Miller tippte dankend an seinen Zylinderhut und ließ zum Abschied die Peitsche knallen, worauf der brave Droschkengaul wiehernd in einen leichten Trab verfiel. In der weitläufigen Hotelhalle, die von ledernen Kanapés an zierlichen Messingrauchtischen, schweren Chaiselons und Palmen in großen Blumenkübeln dominiert wurde, herrschte ein buntes Gewimmel. Es gab für mich keinen Zweifel, dass es sich bei dem fröhlichen Völkchen um die Ensemblemitglieder handeln musste. Auch wenn die Hauptdarstellerin fehlte und ich von den anwesenden Personen kein einziges Gesicht kannte. Holmes ging es ebenso. Sein angespannter Gesichtsausdruck verflüchtigte sich aber sofort, als ein übermäßig dicker, grauhaariger Mann von kleinem Wuchs an uns herantrat. Er hatte einen sorgfältig frisierten Backenbart, trug wie die Hexe im Märchen eine borstige Warze mitten auf der fleischigen Nase und beäugte uns missmutig durch ein goldgefasstes Lorgnon. Eure Exzellenz, Sie müssen ganz gewiss Sir Herbert Beerbohm Tree sein. Gestatten Sie mir, dass ich mich Ihnen vorstelle. Mein Name ist... Ich weiß, wer Sie sind. Sie heißen William Ascot und standen vor nunmehr 30 Jahren zum letzten Mal auf der Bühne. Aber nicht ich habe Sie engagiert, sondern das Außenministerium aufgrund der Hirngespinste eines gewissen Mycroft Holmes. Insofern finde ich es einigermaßen beruhigend, dass Sie in der stummen Rolle eines Capulets weder über großes schauspielerisches Talent noch über hohe Textsicherheit verfügen müssen. Sir, mit Verlaub... Unterbrechen Sie mich nicht. Ich gehorche der Not und nicht der Tugend. Die Probe beginnt um 3 Uhr, also in einer halben Stunde. Seien Sie bitte pünktlich. Sonst ist Ihre Karriere in meinem Ensemble schon beendet, bevor sie überhaupt begonnen hat. Da wir ohne Kostüme spielen, können Sie vorerst auf die Hilfe Ihres einfältig wirkenden Dieners verzichten, der da an Ihrer Seite unbeholfen von einem Bein auf das andere trampelt. Ich spürte, wie mir das Blut rauschend zu Kopfe stieg und ich puterrot wurde. Auch wenn das Duell in England schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts außer Gebrauch gekommen war, hätte ich dem aufgeblasenen Fatzke am liebsten meinen Fedehandschuh ins Gesicht geschleudert. Ganz wie Sie meinen, Sir. Nur um eines darf ich Sie höflichst bitten, nämlich um absolute Diskretion. Falls Sie noch einmal in aller Öffentlichkeit den Begriff Außenministerium und den Namen Mycroft Holmes in den Mund nehmen, muss ich eine Depesche nach London schicken. In ihr werde ich darüber Bericht erstatten, dass Sie die Mission gefährden. Welche Konsequenzen das für Sie hat, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber dass es unangenehme Folgen für Sie haben wird, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Zügeln Sie Ihre Zunge und drohen Sie mir nicht, Sie Flegel. Ich habe hochrangige Freunde. Ein Anruf von mir genügt und Sie finden Ihren Schlafplatz unter einer Brücke. Sie konnten meine Teilnahme nicht verhindern, also finden Sie sich damit ab. Ich denke, sehr bald werden Sie froh darüber sein, mich an Ihrer Seite zu wissen. Mit diesen Worten wandte er sich grußlos ab. Als wir uns umdrehten, prallte ein unachtsamer junger Bursche gegen mich, der ein volles Bierglas mit Ale in der Hand hielt. Die schäumende Flüssigkeit ergoss sich über meinen Anzug, näßte mein Hemd und verfärbte meine Gamaschen. Der Übeltäter selbst bekam nur einige wenige Spritzer ab. Trotzdem herrschte er mich wütend an. Kannst du nicht besser aufpassen, du alter Knacker? Du hast mir soeben meinen Sakko ruiniert. Bei mir lagen die Nerven noch bloß von dem Schwall an Beleidigungen, die Sir Beerbohm Tree ausgesprochen hatte. Nun war für mich das Maß voll. Mit dem schweren Knauf meines Knotenstockes klopfte ich dem Rowdy mit einem kurzen, kaum mehr als angedeuteten Schlag gegen die Brust. Wobei ich genau auf die empfindliche Stelle zwischen dem 12. Brust- und dem 1. Lendenwirbel zielte. Der Blutdruck und der venöse Rückstrom zum Herzen verringerten sich, wodurch das Gehirn nicht mehr mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden konnten. Die Folge davon wurde sogleich sichtbar. Der Radaubruder verdrehte die Augen und sackte bewusstlos in sich zusammen. Ein bleichgesichtiger, dünner Herr, der hinter ihm stand, konnte das Schlimmste verhindern, indem er beherzt zupackte. Er fing den Tölpel auf, schleifte ihn zu einem jener robusten Ottomanen, die den Pagen dazu dienten, das Handgepäck der Hotelgäste abzustellen, und ließ den Ohnmächtigen dort wie einen Sack Kartoffeln herniederplumpsen. Dann trat der hagere Mann auf uns zu, deutete eine Verbeugung an und stellte sich vor. Gideon Eaves aus Moorhampton in Herefordshire. Ich
bin der zweite Inspizient. Bitte verzeihen Sie den unangenehmen Zwischenfall, meine Herren. Der junge William Norton, der eben etwas aus seiner Rolle fiel, ist ansonsten ein ganz passabler Bursche. So. Er spielt die männliche Hauptrolle in unserem Stück und hat sich unglücklicherweise in die Darstellerin der Julia verliebt. Die Realität hat die Fiktion eingeholt. Nur ganz anders als im Stück werden seine Gefühle nicht erwidert. Jedenfalls zur Zeit noch nicht. Deshalb leidet er maßlos und war schon die ganze Zeit auf Krawall aus. Die kleine Lektion, die Sie ihm soeben erteilt haben, wird ihm eine Lehre sein. Wir sehen uns noch. Der dünne Mann schüttelte unsere Hände und verschwand in die Menschenmenge. Nun, Watson, was können Sie mir über den vortrefflichen Mr. Eaves berichten? Durch seine ungesunde Gesichtsfarbe, die getönten Augengläser und den schwarzen Gehrock erinnert er mich an einen Vampir. Aber er könnte auch als ein Pfarrer durchgehen, wenn er nicht als Inspizient tätig wäre. Nicht schlecht, alter Knabe, alle Achtung. Aber leider ist es nur die halbe Wahrheit. Mr. Eaves trägt keinen gewöhnlichen Gehrock, sondern einen Lutherrock. Sie meinen, er könnte tatsächlich ein Geistlicher sein? Nein, obwohl der Lutherrock jahrzehntelang die normale Alltagskleidung von evangelischen Pfarrern war und es bei vielen bis heute geblieben ist. Es gibt jedoch noch eine andere bekannte Berufsgruppe, die gerne auf diese Art von Jacken zurückgreift, und das sind die Pinkerton-Detektive. Ach was? Zum einen, weil ihnen diese Kleidungsstücke ein respektables Aussehen verleihen. Und zum anderen, weil sie in vielen verborgenen Taschen die für die Detektivarbeit notwendigen Ausrüstungsgegenstände verstauen können. Ach. Haben Sie beispielsweise die seltsame Ausbuchtung an der rechten Körperhälfte unseres Freundes bemerkt? Ja. Dort steckt mit Sicherheit ein Stupsnasenrevolver vom Kaliber 22. Und aus dem Ort des Verstecks lässt sich schlussfolgern, dass unser Mann ein Linkshänder ist. Ganz genau. In Moorhampton hat er bestenfalls Verwandte wohnen. Auch die dunkle runde Brille deutet auf einen Detektiv in geheimer Mission. Mit ihrer Hilfe kann er unauffällig seine Umgebung beobachten. Niemand vermag es, hinter die spiegelnden Gläser zu schauen. Weshalb sind wir nicht darüber informiert worden, dass ein weiterer Kollege mit dem Fall betraut wurde? Weil Mycroft es nicht wusste. Es gibt einen anderen Auftraggeber. Wer das ist und welche Ziele er verfolgt, werden wir noch herausfinden. Offensichtlich soll Gideon Eaves den jungen William Norton im Auge behalten. Entweder um ihn zu beschützen oder um ihn zu überwachen. Wohl eher Letzteres, denn meinen Angriff hat er nicht abgewehrt. Ihr Schlag erfolgte blitzschnell und war nicht vorhersehbar gewesen. Die Auseinandersetzung war zu Ende, bevor sie richtig angefangen hatte. Deshalb gab es keinen Grund für ihn einzugreifen. Irgendein Trottel vom Lande hätte sich vielleicht nicht beherrschen können und Streit mit uns angefangen. Er nicht. Er ist Detektiv. Er hat seine Gefühle im Griff. Damit wollen Sie hoffentlich nicht sagen, dass er eine potenzielle Gefahr für uns darstellen könnte. Wie bereits erwähnt, wir müssen die Augen offen halten. Nicht alle, die uns anpöbeln, sind unsere Feinde. Und nicht jedermann, der uns freundlich begegnet, muss zwangsläufig unser Freund sein. Die uns zugewiesenen Räume entpuppten sich als zwei winzige Kammern ohne jeglichen Komfort, weit abgelegen von den Quartieren der übrigen Schauspieler. Es gab zwei Kastenbetten, zwei wackelige Stühle, einen Schrank und eine Kommode mit Marmorplatte, auf der eine Porzellanschüssel nebst einem dazugehörigen Krug standen. Die einfachsten Gegenstände wie ein Tisch, Sessel, Sofas, Teppiche und Spiegel fehlten. Es gab noch nicht einmal einen Kamin. Die Matratzen waren durchgelegen, nur die Bettwäsche roch frisch. Da ich nun als William Ascot reise, schlage ich vor, dass Sie sich von nun an nach einem alten Bekannten von uns benennen, nämlich nach John Rance, dem überaus tüchtigen Polizeikonstable in der Kensington Park Gate. Ich nickte zustimmend. Solange ich nicht den Namen eines Hugh Boone tragen musste, sollte mir jeder andere Name recht sein. Wir richteten uns so gut es ging in unserem bescheidenen Etablissement ein. Anschließend verschwand Holmes mit eiligen Schritten zur Probe und ich kleidete mich in aller Ruhe an, um mich auf eine zünftige Strandwanderung zu begeben. Wenige Minuten nach 3 Uhr verließ ich das Hotel. Nach einer guten halben Stunde hatte ich die letzte Ansiedlung hinter mir gelassen und marschierte einen Saumpfad entlang, der oberhalb der Kreidefelsen in westliche Richtung führte. Alle 50, 60 Yards tat sich ein atemberaubender Ausblick auf die weißen Klippen auf. Einige Abbrüche an der Kante der Steilküste zeigten, dass es nicht ungefährlich war, hier zu wandern. Die Natur forderte ihren Tribut und veränderte tagtäglich die Landschaft. Aber ich hatte festes Schuhwerk an, trug meinen derben Knotenstock in der Hand und hielt mich darüber hinaus für einen erfahrenen Wandersmann. Der Wind blies mir ins Gesicht und zerrte an meinem Hut. Möwen kreischten und die Sonne brannte heiß vom blauen Himmel.
Nach einer Weile war mir so, als würde ich hinter mir Schritte vernehmen. Ich wandte mich um, konnte aber niemanden erkennen. Ich setzte mich auf einen umgestürzten Baumstamm, um zu rasten. Um mich herum herrschte plötzlich absolute Stille. Als ich mich erhob, setzten die Geräusche schlagartig wieder ein und ich hörte die Schritte hinter mir nun deutlicher. Schließlich wurde mir die Sache zu bunt. Ich machte auf der Stelle kehrt und ging zurück in Richtung des Hotels. Schließlich langte ich an einem umzäunten Aussichtspunkt auf einem gezackten Felsvorsprung an, den ich beim Hinweg übersehen hatte. Ich beugte mich ein Stück nach vorn, um besser hinabspähen zu können, und stützte mich auf den Querbalken der Brüstung. Ein plötzlicher Schreck durchzuckte mich, denn der Boden unter meinen Füßen gab ruckartig nach. Bretter brachen, der Balken löste sich aus seinem morschen Gefüge. Ich ruderte mit den Armen in der Luft herum, um das Gleichgewicht zu halten. Es gelang mir nicht. Ich fiel nach hinten, landete schmerzhaft auf meinem Steiß und rutschte auf den Abgrund zu. Verzweifelt versuchte ich, mich irgendwie festzuklammern. Kalter Schweiß stand auf meiner Stirn und Angst lähmte meinen Verstand. Schritte kamen näher. Jene Schritte, die ich erst vor kurzem auf dem Weg gehört hatte. Ich wendete vorsichtig meinen Kopf. In meinem Blickfeld erschienen zwei Beine, die in klobigen Wanderschuhen und in einer rot karierten Hose steckten. Die Person bückte sich. Ich erkannte sie sofort wieder. Dicht neben mir hockte sich der junge Schauspieler William Norton nieder, den ich im Hotel bewusstlos geschlagen hatte. Er wiederholte noch einmal die Worte, die er bereits vor zwei Stunden zu mir gesagt hatte. Kannst du nicht besser aufpassen, du alter Knacker? Nach einem frugalen Frühstück fanden wir uns im Kaminzimmer unseres Hotels zusammen, ließen uns Brandy und Zigarren servieren und machten es uns in voluminösen Ledersesseln bequem. Wir, das waren mein Lebensretter William Norton, mein Freund Sherlock Holmes und Gideon Eaves, der angebliche zweite Inspizient und vermutlich inkognito reisende Pinkerton-Detektiv. Der junge William Norton erzählte nun bereits zum dritten Mal mit leuchtenden Augen, wie er mich am Vortag aus meiner misslichen Lage befreit hatte, wobei er selbstverständlich nicht meinen richtigen Namen, sondern das von Holmes für mich gewählte Pseudonym verwendete. Nach der anstrengenden Theaterprobe unternahm ich flotten Schrittes einen kleinen Spaziergang entlang der Steilküste, um mich vom Wind so richtig durchpusten zu lassen. Zufällig hatte Mr. Rance denselben Weg gewählt. Da es nur einen Saumpfad linker Hand und einen ebensolchen rechter Hand vom Hotel gibt, lagen die Chancen dafür bei 50%. Sei dem, wie ihm wolle. Jedenfalls trampelte dieser Gentleman die ganze Zeit schwerfällig wie eine Horde Elefanten vor mir her. Als plötzlich die Geräusche verstummten, machte ich mir berechtigte Sorgen und beschleunigte meine Schritte. Und daran haben Sie recht getan. Tatsächlich langte ich im entscheidenden Augenblick an, denn es herrschte die letzte, höchste Not. Mr. Rance schien einen Tobsuchtsanfall gehabt zu haben. Jedenfalls hatte er zuerst eine hölzerne Aussichtsplattform zu Kleinholz verarbeitet und sich anschließend auf die Erde geschmissen, um es sich dort bequem zu machen. Ich meine, so etwas veranstalten bockige Kleinkinder im Krabbelalter. Erwachsene Menschen sollten ihr Missfallen über eine bestimmte Situation tunlichst auf eine andere Art und Weise zum Ausdruck bringen. Vielleicht sollte dieses dümmliche Gequatsche lustig sein, weil der Gag am Ende über seinen eigenen faden Witz lachte. Ich wusste es nicht. Doch auch ohne jede kommentierende Wertung stimmten in dieser Darstellung die Fakten nicht im Entferntesten mit der Realität überein. Von wegen bequem gemacht. Bei dem üblen Sturz habe ich meine Hüfte geprellt und mir reihenweise Blutergüsse zugezogen. Morgen werde ich in allen Regenbogenfarben leuchten. Glücklicherweise wird uns dieser Anblick erspart bleiben, weil wir auf dem Kontinent in Einzelzimmern untergebracht sein werden. Auf jeden Fall hat er laut nach seiner Mama geschrien, obwohl die Gute schon längst tot sein dürfte. Schließlich ist unser Mr. Rance selbst älter als Steinkohle. In diesem Moment bedauerte ich zutiefst, bei meiner ersten Begegnung mit dem Laffen den Knotenstock nicht härter geschwungen zu haben. Trotzdem, und obwohl es mir widerstrebte, blieb mir nichts weiter übrig, als aufzustehen und mein Glas zu erheben. Gentlemen, wir trinken auf den tapferen Mr. Norton, ohne dessen selbstlosen Einsatz mein Leben verwirkt gewesen wäre. Mr. Norton, Sie haben etwas gut bei mir. Äußern Sie bedenkenlos einen Wunsch, ich werde ihn erfüllen, sofern es in meiner Macht steht. Die gesamte Fröhlichkeit verschwand aus William Nortons Gesicht. Er wurde leichenblass und murmelte: Zu gegebenen Anlass werde ich darauf zurückkommen.
Mir kam dieser plötzliche Stimmungswandel äußerst spanisch vor. Der junge Amerikaner war nicht nur ein Flegel, sondern er hatte offenkundig auch etwas zu verbergen. Ich nahm mir vor, bei nächster Gelegenheit mit Holmes darüber zu sprechen. Nachdem wir vier Herren eine geraume Weile schweigsam nebeneinander gesessen hatten, wechselte Holmes das Thema und berichtete von der Probe am Vortag. Wir waren schon nach einer guten Stunde fertig, da es sich um eine reine Ablaufprobe gehandelt hat. Die gesamte Last lag auf den Schultern von unserem guten Mr. Eaves. Als zweiter Inspizient musste er die gesamte Handlung im Kopf haben, um die Schauspieler pünktlich zu ihren Auftritten auf die Bühne rufen zu können. Darüber hinaus hatte er auch die gesamten technischen Abläufe zu koordinieren. Jeder kleinste Patzer hätte unweigerlich den Zorn des Regisseurs hervorgerufen. Und mit Sir Beerbohm Tree ist nicht gut Kirschen essen, wie wir alle wissen. Trotz aller Bemühungen drohte das Stück zu scheitern, aber unser famoser William Ascot hat als ein Mitglied der Familie der Montagues alles wieder herausgerissen. Er brillierte derartig überzeugend am Bühnenrand, dass es selbst der Soufflöse die Worte verschlug. Capulet. Wie bitte? Ich entfalte meine überragende Schauspielkunst als ein Mitglied der Familie Capulet und nicht der Montagues. Pardon, das war mir gar nicht aufgefallen. Meine Herren, ich bin zwar noch nicht wieder ganz der Alte, aber ich fühle mich kräftig genug, um mich in einer Partie Billard zu versuchen. Ich für meinen Teil verzichte, aber Mr. Eaves wird Ihrem Lockruf mit Freuden folgen. Wie kommen Sie darauf? An Ihrem rechten Ärmel finden sich Spuren von blauer Billardkreide, die gestern dort noch nicht zu sehen waren. Dies ist ein Indiz dafür, dass Sie heute in aller Herrgottsfrühe, also noch weit vor dem spartanischen Frühstück, eine kurze Partie gespielt haben müssen, und zwar allein. Weshalb sollte ein Gelegenheitsspieler so etwas tun? Ich gehe davon aus, dass Sie den Status eines Berufsspielers besitzen und einen Teil Ihres Lebensunterhalts mit Gewinngeldern bestreiten. Alle Achtung, Sir, Sie verfügen über eine scharfe Beobachtungsgabe. Ich werde demnächst in einer anderen Sache auf Sie zukommen und Sie nach Ihrer Meinung fragen. Aber nun wollen wir spielen. Meine Taschen sind leer und der gute John Rance hat unzweifelhaft die edle Absicht, sie mir wieder randvoll zu füllen. Ich verlor eine Partie nach der anderen. Obwohl Mr. Eaves zweifellos ein Amerikaner war, hatte er wohl aus Gründen der Tarnung darauf bestanden, mit mir Carambolage zu spielen. Beim Lochbillard wäre seine Überlegenheit wahrscheinlich noch größer gewesen. Schließlich endete die letzte Partie und wir schieden mit der gegenseitigen Beteuerung, uns auf dem Festland eine Revanche zu liefern. Nach einem einfachen, aber ausreichenden Mittagsmahl zog ich mich in unser Stübchen zurück, um ein Nickerchen zu machen. Am frühen Nachmittag weckte mich Holmes und lud mich zu einem Spaziergang ein. Diesmal wählten wir die entgegengesetzte Richtung, weit weg von den gefährlichen Klüften. Wir waren erst einige Schritte weit gekommen, als wir hinter uns Rufe hörten. Ein junges Mädchen kam herbeigeeilt. Ah, Miss Land, welch eine Freude. Dürfen wir Ihnen unser Geleit antragen? Charlotte von Cumberland war ein reizendes Persönchen. Sie trug ein weißes Rüschenkleid mit dunkelblauen Schleifen nebst passendem wollenen Cape und auch in ihr wallendes blondes Haar hatte sie ein Band in Ultramarin geflochten. Welch ein grandioses Panorama. In der Tat. Im Jahr 43 unserer Zeitrechnung fielen die römischen Eroberer in England ein. Kurz darauf gründeten sie hier an dieser Stelle einen Hafen, den sie Portus Dubris nannten. Sie umgaben ihn mit einer hölzernen Hafenmauer, errichteten zwei Leuchttürme und diverse Militäranlagen. Im Laufe der Jahrhunderte wurden die Hafenanlagen immer weiter ausgebaut und befestigt. Ihre Bedeutung wuchs und strahlte aus, bis schließlich im Mittelalter die fünf Hafenstädte Sandwich, Dover, Hythe, New Romney und Hastings unter dem Namen St. Paul's ein gemeinsames Bündnis zum Schutz der Kanalküste schlossen. Nun müssen wir leider das Thema wechseln und über den Ernst des Daseins reden. Nein, bloß nicht. Was ich Ihnen jetzt sage, meine liebe Miss Land, ist absolut vertraulich. Sie dürfen mit keiner Menschenseele darüber sprechen. Haben Sie mich verstanden? Die Schauspielerin nickte verwundert. Ich weiß über Ihre wahre Identität Bescheid. Und ich wurde eigens zu Ihrem persönlichen Schutz hierher beordert. Vielleicht kennen Sie meinen richtigen Namen. Ich heiße Sherlock Holmes. Oh mein Gott! Sie sind doch nicht etwa dieser berühmte Detektiv? Doch, der bin ich. Und der Gentleman an meiner Seite ist mein treuer Freund Dr. Watson. Hat Sie vielleicht mein verbohrter Vater zu mir geschickt? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Ich stehe voll und ganz auf Ihrer Seite, denn ich handle im Auftrag der Krone. Wie ich schon sagte, ich soll über Sie wachen. Der britische Geheimdienst hat ernstzunehmende Hinweise darauf erhalten, dass Sie in Deutschland entführt, wenn nicht gar ermordet werden sollen. Aber warum denn bloß? Ich habe doch keiner Menschenseele etwas zuleide getan. Sie sollen einzig und allein Ihres großen Namens wegen geopfert werden, um die Nationen gegeneinander aufzuhetzen und einen Weltbrand zu entfachen.
Die Einzelheiten müssen wir in aller Ruhe später besprechen. Jetzt geht es erst einmal um das Wesentliche. Zunächst einmal dürfen Sie niemandem Ihre oder unsere wahren Namen verraten. Zweitens müssen Sie immer auf der Hut sein. Sie können keiner Menschenseele außer uns beiden trauen. Auch Sir Herbert Beerbohm Tree dürfen Sie nicht einweihen. Wollen Sie mir das versprechen? Woher will ich wissen, dass Sie nicht zu den Verschwörern gehören? Daher. Wie kommen Sie zu diesem Jugendbildnis meiner Großmama? Ihre Mutter hat es mir geschickt, damit ich mich Ihnen gegenüber zu erkennen geben kann. Wie Sie wohl wissen, hätte sie dieses behütete Familienerbstück ohne Not niemals einem Dritten überlassen. Sie haben mich überzeugt, Mr. Hope. Oh, bitte verzeihen Sie diesen Versprecher. Ich meine natürlich mein bester Mr. Escott. Von hinten näherten sich einige Schritte. Holmes legte den Finger auf den Mund und drehte sich um. Bei dem Wanderer, der voller Ungestüm auf uns zugestürzt kam, handelte es sich um William Norton. Liebste Julia, ich habe vergebens auf Sie gewartet. Wir müssen uns bei dem Gewimmel in der Halle verfehlt haben. Damit breitete er die Arme aus in der Erwartung, seine Herzdame würde ihm um den Hals fallen. Aber Charlotte verhielt sich wie die stolze Prinzessin im Märchen und erteilte einen Auftrag. Mein bester William, ich habe Sie ja so vermisst. Mir ist nämlich ein wenig kühl geworden. Würden Sie die außerordentliche Liebenswürdigkeit besitzen und mir mein Plaid aus Alpaka-Wolle holen? Ich muss es wohl im Foyer auf dem Sessel schräg gegenüber der großen Standuhr vergessen haben. Folgsam wie ein Lamm machte William Norton kehrt und hastete den Weg zurück. Selbstverständlich wird er nichts finden. Der Auftrag diente nur als Vorwand, um ihn schneller wieder loszuwerden. Das haben Sie sehr gut gemacht. Danke. Der Kerl ist mir zwar nicht unsympathisch, aber im Moment hätte er nur gestört. Also weiter im Text. Tagsüber werden Watson und ich über Sie wachen. Aber wir können uns nicht bei Ihnen einquartieren. Damit würden wir bloß unnötigen Verdacht erwecken. Deshalb müssen Sie nachts immer die Zimmertür verriegeln und dürfen niemandem öffnen, egal unter welchem Vorwand er auch klopfen mag. Allerdings gibt es ein Problem. Sie haben doch eine Zofe mit Namen Annabel Cordicille, die auch nachts zu Ihrer Verfügung steht und deshalb im Vorraum Ihres Schlafgemachs nächtigt. Das junge Ding stammt zwar aus der Hafenstadt Liverpool, kann aber trotzdem nicht schwimmen. Davon wusste ich gar nichts. Auf festem Land ist dieses Manko bedeutungslos. Aber wir fahren mit dem Schiff. Nichtschwimmer haben große Angst vor dem Wasser und leiden stärker als andere Menschen unter der Seekrankheit. Annabel Cordicille wird vermutlich schon aus diesem Grund heute Nacht ihre Pflichten vernachlässigen. Außerdem hat sie einen Freund namens Benjamin Hall, der sich als Komparse in das Theaterensemble eingeschlichen hat, um seiner Liebsten nah sein zu können. Woher wissen Sie das alles? Meine Aufgabe besteht unter anderem darin, Informationen zu sammeln. Doch nun will ich zum Kern vordringen. Auch Benjamin Hall stellt einen Unsicherheitsfaktor dar, weil Verliebte zu törichten Handlungen neigen. Insofern es ihr Magen zulässt, wird sich Annabel, wie in der letzten Nacht aus dem Hotelzimmer, unter einem Vorwand aus ihrer Kajüte entfernen wollen. Das müssen sie verhindern, so leid es mir tut. Die Tür bleibt von innen fest verriegelt. Mit diesen Worten schaute Holmes auf seine Taschenuhr und setzte fort. Wir sollten zurückkehren, damit uns genügend Zeit zum Packen und für einen kleinen Imbiss vor der Abreise bleibt. Um 6 Uhr abends kommen die Kutschen, um uns zum Hafen zu bringen. Die Canadia 2 wird pünktlich um 10 Uhr ablegen. Wir hatten uns dem Hotel bereits auf Sichtweite genähert, als die Gartenpforte aufging und William Norton herausgesprungen kam. Über seinem Kopf schwenkte er triumphierend ein rot kariertes Plaid. Wie ist das möglich? Ich hatte es vorhin auf mein Bett gelegt. Hier, meine liebste Julia, deine warme Decke, auf das du dich nicht verkühlen mögest. Wo hast du das Plaid entdeckt? In der Halle habe ich es nicht gefunden. Aber das kenne ich noch von meiner Mutter. Sie hat auch ständig Sachen verlegt. Ich entdeckte das Plaid in deinem Zimmer. In meinem Zimmer? War es denn nicht abgeschlossen? Doch, doch. Aber ich habe einen Schlüssel. Charlotte von Cumberland erbleichte. Nein, keine Angst. Ich habe nur Quatsch gemacht. Ein Stubenmädchen war so freundlich, mir aufzusperren, weil ein dringender Notfall vorlag. Am Kai herrschte buntes Gewimmel. Betrunkene Matrosen johlten und grimmig dreinschauende Polizisten ließen zur Abschreckung ihre Schlagstöcke in die Hände klatschen.
Vor der Zollschranke standen links und rechts lange Tischreihen, auf denen Gepäckstücke von den Passagieren der zweiten und der dritten Klasse durchsucht wurden. Die Canadia II besaß im Gegensatz zu den moderneren Hochseedampfern mit bis zu 4 Schornsteinen nur einen einzigen riesigen Schlot, der die 5-geschossigen mittelschiffsgelegenen Decksaufbauten weit überragte. Auf dem Vorderschiff und auf dem Hinterschiff standen 2 riesige flaggengeschmückte Masten, die durch vielfältiges Tauwerk mit dem Deck verspannt waren. Den Passagieren der ersten Klasse standen außer ihren geräumigen 2-Bett-Kajüten nebst eigenen Waschräumen ein Musiksalon mit Oberlicht, ein Rauchsalon und ein riesiger Speisesaal zur Verfügung. Tagsüber wurden auf dem Promenadendeck Bordspiele veranstaltet und es gab Ruhesessel in ausreichender Zahl. Die Passagiere der dritten Klasse, tief unten im Rumpf, bekamen hingegen während der gesamten Überfahrt nicht einmal das Tageslicht zu sehen. Sir Herbert Beerbohm-Tree hatte für sein Ensemble den Musiksalon gemietet. Die Order lautete, dass sich dort alle eine halbe Stunde vor Abfahrt einfinden mussten. Um 21.25 Uhr waren bis auf wenige Ausnahmen sämtliche Ensemblemitglieder versammelt und schwatzten wie wild durcheinander. Pünktlich um 21.30 Uhr ertönte ein Gong. Der Theaterleiter hielt eine kurze Rede, in der er allen wünschte, sie mögen die Strapazen der beschwerlichen Reise bis nach Berlin bei bester Gesundheit überstehen. Anschließend ermahnte er alle, in Anbetracht des kommenden Tages frühzeitig schlafen zu gehen. Bevor er sich in seine Kajüte zurückzog, ließ er Sherry reichen und kleine Häppchen servieren. Die Stewards in ihren schmucken, mit goldenen Knöpfen besetzten Uniformen trugen weiße Handschuhe. So musste selbst dem aufmerksamsten Betrachter verborgen bleiben, dass einer der Kellner auf beiden Handrücken tätowiert war. Gegen Mitternacht trat der Steward, dessen tätowierte Hände immer noch niemand sehen konnte, mit einem Silbertablett an einen der Gäste heran und überreichte ihm ein schmales Briefkuvert. Eine Anschrift fehlte. Als Adressat war lediglich angegeben an den weltberühmten Detektiv. Der Empfänger fühlte sich offensichtlich angesprochen, denn er öffnete den Umschlag, zog einen veilchenblauen Bogen heraus und las den kurzen Text. Dann ging er hinaus, vorbei an den beschwingten Schauspielern, bis an das Ende des Promenadendecks. Im selben Moment bohrte sich ein breites, langes Messer tief in seine Eingeweide und wurde dort umgedreht. Der Detektiv hustete tödlich verletzt und beugte sich nach vorn. Ein einzelner Schuss fiel, aber er ging ins Leere. Der Revolver polterte zu Boden. Der Mörder packte sein Opfer unterhalb der Schultern, hob es hoch, als würde es weniger als eine Stoffpuppe wiegen, schleifte es zur Reling und warf den Leichnam über Bord. Gleich darauf klatschte der leblose Körper auf die Wasseroberfläche. Doch das Geräusch ging unbemerkt im Tosen der Wellen unter. Auch der Schuss war von niemandem als solcher erkannt worden. Der Mörder bückte sich, hob den Revolver auf und schleuderte ihn weit hinaus ins Meer. Der einsame Mond schien oben vom Firmament und tauchte alles in ein silbriges, friedliches Licht. Gegen 1 Uhr in der Frühe verließen Holmes und ich den Musiksalon, um uns für den Rest der Nacht in unsere Kojen zurückzuziehen. Die meisten übrigen Ensemblemitglieder waren noch anwesend und tollten ausgelassen herum. In der zwar beengten, aber anheimelnden Kajüte entledigte ich mich zuvörderst der drückenden Lackstiefel und fühlte mich gleich viel wohler. Darf ich Ihnen zur Stärkung einen Gin Fizz anbieten? Da sage ich nicht nein. Ich öffnete ein Bullauge, ließ frische Luft in den Raum strömen und schaute hinaus in die Nacht. Wie hat Ihnen der Abend gefallen? So lala. Die anderen Anwesenden waren im Vorteil, weil sie sich meistenteils kannten. Ich stand ein wenig verloren in der Ecke herum, da es mir an Gesprächspartnern mangelte. Aber das wird sich im Verlauf der Reise schon noch geben. Schließlich müssen wir auf engstem Raum mehrere Tage lang zusammenleben. Da vergeht die Scheu von ganz allein. Ist Ihnen etwas Besonderes bei unserem Begrüßungsempfang aufgefallen? Lassen Sie mich überlegen. Warten Sie, Sir Beerbohm-Tree ist kurz nach seiner aufmunternden Rede verschwunden und hat sich für den Rest des Abends nicht mehr blicken lassen. Aha. Annabel Codicil, die Zofe von Lottie Land, machte einen leicht verstörten Eindruck. Wahrscheinlich hat ihr die Julia auf ihre warnenden Worte hin gehörig die Leviten gelesen. Oh ja.
Außerdem waren die Stewards nicht alle gleichermaßen tüchtig. Ich hatte mir einen Whisky-Soda bestellt und musste mehrfach vergeblich nachfragen, währenddessen Benjamin Hall wesentlich besser bedient wurde und ein Glas nach dem anderen leerte. Sie machen Fortschritte, mein lieber Watson, alle Achtung. Sie haben auf das Personal geachtet, das ist großartig. Für die meisten Menschen bleiben die Bediensteten nämlich unsichtbar. Auch ich hatte natürlich ein wachsames Auge auf die Kellner geworfen. Im gesamten Musiksalon waren 8 Stewards unterwegs. 7 von ihnen flitzten wie die Wiesel, aber einer schien Schlaftabletten im Mund gehabt zu haben. Er bewegte sich wie eine Schnecke, schleppte ein Tablett mit benutzten Gläsern von einem Fleck zum anderen, ohne es zurück an die Bar zu schaffen, und servierte den gesamten Abend über nur einige wenige Drinks. Ja. Insgesamt machte er einen tölpelhaften und daher für diesen Beruf wenig geeigneten Eindruck. Das ist in der Tat sehr merkwürdig, wenn nicht gar besorgniserregend. In diesem Moment klopfte es an die Tür. Draußen stand der junge William Norton. Er wirkte sehr verstört. Meine Herren, ich muss Sie dringend sprechen. Lassen Sie mich bitte ein. Was hat Ihnen derartig aufs Gemüt geschlagen? Die Seekrankheit kann es nicht gewesen sein, denn noch sind keine starken Winde aufgekommen, obwohl das Meer unruhig zu werden beginnt. Er hastete in unsere Kajüte und ließ sich unaufgefordert auf einen Stuhl fallen. Hat sie die Julia wieder einmal in aller Öffentlichkeit brüskiert? Nein, darum geht es nicht. Es ist viel ernster. Gideon Eaves scheint verschwunden zu sein. Ich habe schon das gesamte Schiff nach ihm abgesucht und kann ihn nirgendwo finden. Woher rührt Ihr Interesse an dem zweiten Inspizienten? Er stammt aus Moorhampton in Hertfordshire und Sie sind gebürtige Amerikaner. Was also verbindet Sie mit einem Gentleman, der deutlich höheren Alters und völlig anderer Herkunft ist? Es ist ein Geheimnis. Und Sie müssen mir versprechen, es keinem weiterzusagen. Die beste Möglichkeit, eine Nachricht in Windeseile zu verbreiten, besteht darin, sie anderen Personen unter dem Siegel der Verschwiegenheit anzuvertrauen. Aber glücklicherweise sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Wir werden verschwiegen sein wie ein Grab. Ich spreche dabei nicht nur für mich, sondern verbürge mich auch für den guten Mr. Rance hier an meiner Seite. Ich räusperte mich zustimmend. Danke. Sie haben es gewiss schon erraten. Gideon Eaves stammt keineswegs aus Moorhampton. Er hat den Ort nur ein einziges Mal in seinem Leben besucht. Er ist Amerikaner, so wie ich. Mehr noch, es handelt sich um meinen Onkel. Ach was? Er ist in direkter Linie blutsverwandt mit mir und mein nächster noch lebender Verwandter. Er ist Detektiv von Beruf, nicht wahr? Ja, in der Agentur Pinkerton. Er leitet dort die Sektion in New Jersey. Er hat sehr gute Beziehungen und bekam deshalb ohne Probleme eine Anstellung als zweiter Inspizient bei dieser Tournee. So. Weshalb kommen Sie mit Ihrem Problem zu uns? Der richtige Ansprechpartner wäre Sir Beerbohm Tree. Bei dem bin ich zuallererst gewesen. Vor morgen früh ist er nicht zu sprechen, sagt sein Diener. Aber dann kann es schon zu spät sein. Das leuchtet ein. Trotzdem bleibt die Frage, weshalb Sie uns um Hilfe bitten und keinen der anderen Darsteller. Weil Sie meinem Freund John Rance das Leben retteten und er seitdem tief in Ihrer Schuld steht? Oder weil wir gestern ein Glas zusammen getrunken haben und Sie keine besseren Bekannten wissen? Sowohl als auch. Es gibt jedoch noch einen dritten Grund. Und der wäre? Sie dürfen mir meine Offenheit aber nicht übel nehmen. Nur heraus mit der Sprache. Reden Sie frei von der Leber. Von der Großspurigkeit des Vortags war bei William Norton nichts mehr übrig geblieben. Er druckste herum. Mein Onkel meinte, kurz bevor ich ihn zum letzten Mal sah, dass Sie beide auch nicht die sind, für die Sie sich ausgeben. Sondern? Sie sind vermutlich der Detektiv Sherlock Holmes und sein ständiger Begleiter Dr. Watson. Woher will Ihr Onkel das wissen? Er hat Sie beobachtet. Das ist sein Beruf. Sie benehmen sich anders als ein normaler Schauspieler. Und der brave Mr. Rance hat mich mit einem einzigen Schlag ausgenockt. Für einen solchen Hieb benötigt man Mut, Entschlossenheit und anatomische Kenntnisse, über die ein vormaliger Militärarzt reichlich verfügen dürfte. Aber einmal angenommen, rein spekulativ, versteht sich. Wir beide wären ein berühmter Meisterdetektiv nebst dessen treuem Begleiter. Aus welchem Grund sollten wir inkognito reisen? Mein Onkel glaubt, Sie beschützen jemanden, der sich in Gefahr befindet. So. Dafür kommen aus dem gesamten Ensemble nur 2 Personen ernstlich in Frage. Entweder Sir Beerbohm Tree, weil er reich und berühmt ist, oder Miss Lottie Land. Julia ist aber nicht reich und sie will erst berühmt werden. Woraus sich ergo schlussfolgern ließe, dass es sich bei ihr um eine hochgestellte Persönlichkeit handeln muss. Dies wiederum würde erklären, weshalb ich bislang immer bei ihr abgeblitzt bin. Schnöde Standesdünkel sind der Grund. Die junge Lady will ihre Dehors wahren. Wann und wo haben Sie Ihren Onkel zum letzten Mal gesehen?
Das war kurz vor Mitternacht im Musiksalon. Ein Steward hatte ihm eine Nachricht überbracht. Daraufhin hat mein guter Ohm den Raum verlassen und ist nicht wieder zurückgekehrt. Mein guter Freund, ich befürchte, wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Zunächst sollten wir draußen an Deck nachsehen, obwohl wir bei der Dunkelheit wohl kaum auf brauchbare Spuren stoßen werden. In diesem Punkt irrte sich mein Freund. Leider muss ich sagen, wir durchquerten den Musiksalon und verließen ihn wie einige Zeit zuvor schon Mr. Eves auf der Backbordseite. Holmes leuchtete mit einer starken Blendlaterne das gesamte Promenadendeck ab. Vor dem letzten Rettungsboot auf der Backbordseite entdeckte er auf den Planken einen unregelmäßigen schwarzen Fleck von mehreren Zoll Durchmesser. Er hockte sich nieder, tippte auf den Boden und hielt anschließend seinen rechten Ringfinger ins Licht. Blut, teilweise geronnen. Dr. Watson, halten Sie bitte einmal die Lampe. Sherlock Holmes war wieder ganz in seinem Element. Er kroch auf allen Vieren auf dem Schiffsboden umher und suchte die Umgebung des Blutflecks mit seiner Lupe ab. Anschließend sprang er auf, lief hierhin und dorthin, brabbelte unverständliche Wortfetzen und zog am Ende einen Bleistift aus der Tasche, den er in ein unscheinbares Loch in einer Planke steckte. Der Bleistift ragte rund 4 Fuß von der Blutlache entfernt aus dem Schiffsboden. William Norton war blass geworden. Er stand sichtlich unter Schock, weil er ganz offensichtlich zu ahnen glaubte, von wem das Blut auf dem Boden stammen könnte. Ob das Blut tatsächlich von Ihrem bedauernswerten Onkel stammt, würde erst eine vergleichende Blutgruppenanalyse ergeben, die wir aber nicht vornehmen können. Aber auch so verraten uns die Spuren sehr viel. Offensichtlich wurde ein Mensch schwer verletzt. Aus der Fallhöhe des Blutes und der Größe der Lache lässt sich ablesen, dass dem Opfer vermutlich in den Bauch gestochen wurde. Da ein Stich mit einem dünnen und spitzen Mordinstrument, wie beispielsweise mit einem Stilett, nicht sofort zur Handlungsunfähigkeit und Bewusstlosigkeit führt, muss der Täter eine breite, scharfkantige Waffe in der Art eines Jagd- oder Entermessers benutzt haben. Der Anschlag war von langer Hand geplant. Denn niemand trägt auf einem Schiff wie diesem grundlos ein solches Mordinstrument mit sich herum. Durch den Schock und die Schwere der Verletzung ist der Betroffene unmittelbar nach dem Angriff ohnmächtig zusammengebrochen. Dies geschah, obwohl er auf die gewaltsame Auseinandersetzung vorbereitet gewesen war, denn er trug einen 22er Revolver in der linken Hand. In allerletzter Sekunde konnte das Mordopfer noch einen unkontrollierten Schuss abfeuern. Die Kugel ist dort in die Schiffsplanken eingeschlagen. Woher wollen Sie das alles so genau wissen? Wie ich soeben mit Hilfe meines Bleistifts festgestellt habe, verläuft der Schusskanal ganz genau in die Richtung, in der das Opfer gestanden hat. Die Schuhabdrücke sind noch sichtbar. Sie bilden eine Aussparung in der Blutlache. Die Größe des Loches passt zu einer 22er Kugel. Das ist auch der Grund dafür, weshalb niemand den Schuss gehört hat. Ein kleines Kaliber verursacht relativ wenig Lärm. Sagen die Spuren noch etwas über den Mörder aus? Er war groß und kräftig genug, um den Schwerverletzten mühelos hochzuheben und ihn aus einer fließenden Bewegung heraus ins Meer zu schleudern. Darüber hinaus hat er sich mit Blut befleckt. Zusammenfassend suchen wir nach einem 6 Fuß großen, muskulösen Mann, der seine Kleidung wechseln musste. Da Ihr Onkel kurz nach Mitternacht den Musiksalon verließ und ihm jener unbeholfene Steward folgte, auf den die genannten körperlichen Merkmale zutreffen, wird es sich bei ihm vermutlich um den Mörder handeln. Ihn müssen wir suchen. Doch es wird nicht einfach sein, ihn zu finden. Der Täter scheint sich nämlich auf dem Schiff bestens auszukennen. Als erstes erkundigten wir uns an der Bar, wie der Chefsteward hieß und wo er sich aufhalten könnte. Wir fanden Benjamin Shaw im Speisesaal. Er war noch nicht zu Bett gegangen, weil er die Aufräumarbeiten und das Eindecken der Tische für das Frühstück anleitete. Seine blau geäderte rote Nase und die offenen Pusteln an seinen Wangen zeugten davon, dass der etwa 50 Jahre alte Mann mehr Rum als Wasser trank. Auch zu dieser frühen Stunde war er nicht mehr ganz nüchtern. Trotzdem konnte er uns alle Auskünfte geben, die wir brauchten. Tom Goodwin, einer meiner besten Männer, ist plötzlich krank geworden. Als Ersatz hat er mir seinen Schwager geschickt. Der Mann nannte sich Frank Smith und war ein Taugenichts vor dem Herrn. Frank Smith hatte nicht die leiseste Ahnung vom Fach. Und er gab sich kein bisschen Mühe. Von Anfang an setzte es über ihn nur Beschwerden. Wo finden wir den Mann jetzt? Wahrscheinlich im untersten Deck, dort, wo sich die Mannschaftsunterkünfte befinden. Er teilt sich mit 5 anderen Stewards die Kajüte 036. Aber sie können dort nicht hinuntergehen. Die Türen zu den Abwärtstreppen lassen sich nur mit einem Spezialschlüssel öffnen. Weshalb wollen Sie ihn eigentlich sprechen? Er hat mich versehentlich angerempelt und seitdem vermisse ich meine goldene Taschenuhr. Zutrauen würde ich ihm den Diebstahl schon. Soll ich den Kapitän über diesen Vorfall informieren?
Nein, vielen Dank, guter Mann. Wir werden uns den Burschen am Morgen in Calais vorknöpfen. Ich halte das für keine gute Idee, so lange zu warten. Das habe ich auch nicht vor. Meine Worte sollten lediglich dazu dienen, den Chefsteward zu beruhigen. Aber ohne seine Hilfe können wir schwerlich bis hinab in das Unterdeck gelangen. Wie wollen Sie die Türen aufsperren? Mit einem Dietrich? Außerdem werden wir uns in dem Gewirr der Gangsysteme hoffnungslos verlaufen. Der gute Mr. Benjamin Shaw war gerade ebenso liebenswürdig, mir seinen Generalschlüssel auszuleihen, wenn auch eher unfreiwillig. Noch ehe er den Schlüssel vermisst, wird er ihn von mir zurückerhalten. Und die Schifffahrtsgesellschaft erwies sich schon vor Tagen so zuvorkommend, mir rechtzeitig vor unserer Abreise mehrere Blaupausen zur Verfügung zu stellen. Die Pläne sind sehr exakt. Sie weisen sämtliche Auf- und Niedergänge sowie alle Kajütennummern aus. Ich habe sie gründlich studiert. Die meisten Details sind fest in meinem Kopf verankert. Und nun hinab in die Unterwelt. Sie sollten Ihren Revolver schussbereit bei sich führen, lieber Watson. Und Sie, Mr. Norton, halten sich bitte dicht hinter uns. Ich überprüfte die Kammern meines Webley-Revolvers und fand alles in bester Ordnung. Holmes bewaffnete sich mit meinem Knotenstock. Aus einem mir unbekannten Grund benutzte er nur äußerst ungern Schießeisen. Als wir den breiten Schiffskorridor in Richtung des Niedergangs entlang liefen, der uns in das unterste Deck führen sollte, begann der Dampfer merklich zu krängen. Holmes zog den Generalschlüssel aus der Jackentasche und öffnete die Tür zum Niedergang. Dort gab es keine holzgetäfelten Wände mehr. Die schmale Metalltreppe mit rutschfesten Stufen führte jäh hinab. Je tiefer wir kamen, umso enger und steiler wurde sie. Die Luft wurde immer schlechter und sauerstoffärmer. Es roch nach Maschinenöl und menschlichen Ausdünstungen. Die Temperatur stieg stark an. Als sich mir schon ein mulmiges Gefühl in der Magengegend einstellte, langten wir endlich auf dem Gang B7A an, der uns zur Kajüte 36 führen sollte. Das Schott am Treppenabsatz war abgeschlossen, aber auch hier passte der Generalschlüssel. Wir sind da. Wir standen vor einer grau-blau gestrichenen Kabinentür mit abgerundeten Kamm. Ein Schiffsmaler hatte sie in weißer Schablonenschrift mit der Zahl 36 gekennzeichnet. Ich stellte mich links neben die Kajüte, zückte meinen Revolver und klopfte mit dem Lauf gegen die Tür. Es geschah nichts. Nun klopfte ich fester. Metall traf laut hallend auf Metall. Wieder geschah nichts. Hier finden wir ihn niemals. Natürlich nicht, weil er sich hier nicht aufhält. Er ist ein gemeiner Mörder, ein Berufsverbrecher. Seine Kameraden sind keinen Deut besser. Solche Menschen mischen sich nur dann unter das gemeine Volk, wenn es unbedingt sein muss. Was war das denn? Sie haben den Anker ein Stück herabgelassen. Er wird hinter dem Schiff hergezogen und soll auf diese Weise den Kurs stabilisieren. Wir kamen an einem niedrigen Schott vorbei, vor dem ein Vorhängeschloss angebracht war. Auf einem Schild daneben stand auf gelbem Grund unter einem schwarzen Totenkopf Ankerraum. Zutritt verboten. Lebensgefahr. Holmes sah sich um. Links und rechts des Korridors führten je zwei Türen zu den riesigen Massenunterkünften. Plötzlich lächelte er zufrieden. Offensichtlich hatte er die Lösung des Problems gefunden. Da Sie weder in den Massenunterkünften stecken, noch die Treppen benutzt haben, gibt es nur noch eine einzige Möglichkeit. Und die wäre? Sie stecken im Ankerraum. Aber davor hängt ein solides Schloss. Das wollen wir jetzt überprüfen. Holmes ging zu dem Schott, holte seine Lupe aus der Tasche und betrachtete aufmerksam die Verriegelung. Das Vorhängeschloss ist völlig in Ordnung. Aber die Halterung an der Starttür wurde mit einer feinen Eisensäge durchtrennt. Es gibt keine andere Möglichkeit. Sie müssen in dem Ankerraum stecken. Auf drei reiße ich die Tür auf. Sie, Mr. Norton, halten die Blendlaterne. Und Sie, Watson, feuern auf mein Kommando, und zwar ohne zu zögern. Verstanden? Wir nickten beide. Gott verdammt, das gibt's doch nicht. Das ist Wahnsinn! Auch ich glaubte meinen Augen kaum zu trauen. Denn in dem Raum lagen drei tote Männer in furchtbaren Verrenkungen am Boden. Ihre Gesichter waren vom Todeskampf entstellt und sie hielten ihre Münder weit aufgesperrt. Was ist mit ihnen passiert? Als vorhin der Anker herabgelassen wurde, ist hier in diesem Raum offensichtlich ein Unterdruck entstanden. Zu welchem Zweck das dienen sollte, kann ich leider nicht sagen. Dazu reicht mein technisches Verständnis nicht. Womöglich, um den Anker später wieder schneller und leichter einholen zu können, weil die Kette sozusagen angesaugt wird. Einen unfreiwilligen Nebeneffekt dieses Verfahrens haben wir soeben auf eindrucksvolle Weise demonstriert bekommen.
Aber glücklicherweise wurde auf diese Weise sowohl uns als auch der britischen Justiz viel Arbeit erspart. Ich zog Holmes am Ärmel. Lassen Sie uns von hier verschwinden. Ich möchte vermeiden, dass wir mit dieser unerfreulichen Sache in Verbindung gebracht werden. Tut mir leid, alter Knabe, aber die Arbeit geht vor. Ich will erst noch die Taschen dieser unglückseligen Burschen durchsuchen. Ich muss herausfinden, wer Ihr Auftraggeber war. Mit diesen Worten kroch Holmes in das Innere und filzte gründlich die Bekleidung der Toten und deren Gepäckstücke. Nach einigen Minuten kam er wieder herausgekrabbelt und klopfte sich seine Hosen ab. Verschließen Sie die Tür. Wir machen uns aus dem Staub. Ich werde von Kaleos meinen Bruder Mycroft informieren. Er soll sich der Leichname annehmen. Konnten Sie neue Erkenntnisse gewinnen? Ich weiß es noch nicht. Die drei trugen nur wertlosen, nichtssagenden Plunder bei sich. Doch bei dem einen Mann entdeckte ich in einer Geheimtasche ein Kuvert. Diesen Brief habe ich an mich genommen, weil er wichtig zu sein scheint. Ich werde ihn aber erst nachher in meiner Kabine mit der gebotenen Vorsicht öffnen können. Wir verließen den grausigen Ort und stiegen die vielen Stufen wieder hinauf. Oben angekommen, musste ich zunächst an Deck gehen, um meine Lungen mit frischer Luft zu füllen und den Gestank des Todes aus ihnen zu vertreiben. Die See wogte wie wild. Gischt sprühte bis zu mir hinauf und nässte meine Kleidung. Ich entschied, dass es nun ratsamer sei, sich in die Koje zu legen. Der schwere Seegang hielt bis in die frühen Morgenstunden an. Trotzdem hatte ich tief und fest wie ein Baby geschlafen. Auch Holmes machte einen zufriedenen Eindruck. Nur William Norton wirkte etwas derangiert. Aber schließlich hatte er ja auch mit dem harten Boden Vorlieb nehmen müssen. Mir deuchte, als ob das Schiff weit weniger schwanken würde. Vielleicht hatte ich mich aber auch nur inzwischen an den Seegang gewöhnt. Egal, ich veranstaltete eine Katzenwäsche und torkelte dann gemeinsam mit meinen beiden Begleitern zum Frühstücksraum. Auf dem Weg dorthin korrigierte ich meinen falschen Eindruck vom Nachlassen der Seewogen. Ein normales, aufrechtes Gehen war nämlich unmöglich. Im Zickzackkurs rannten wir von einer Gangseite zur anderen und klammerten uns immer wieder an den Stangen fest. Im Speiseraum herrschte gähnende Leere. Außer uns dreien war kein weiterer Passagier erschienen. Der Steward, der uns bediente, balancierte mit den Tellern wie ein Zirkusartist. Manchmal rannte er an unserem Tisch vorbei, weil er nicht rechtzeitig zum Anhalten gekommen war. Alle paar Minuten zerschellte irgendwelches Geschirr am Boden, Grünpflanzen kippten um und Stühle polterten umher. Wir ließen uns unser Frühstück trotzdem schmecken. Es war exzellent. Schließlich wischte sich Holmes den Mund mit der Serviette ab und sagte: Jetzt, meine Herren, will ich Ihnen verraten, was ich gestern noch herausgefunden habe. Sie werden erstaunt sein. In der Berliner Niederwallstraße blieben des Öfteren verwunderte Passanten mit nach oben gerichteten Blicken stehen und staunten. Über ihnen, an der Ecke zur kleinen Kurstraße, baumelte in gut 3 Metern Höhe eine große Biertonne mitten in der Luft. Auf den Gesichtern der überraschten Fußgänger standen zuerst große Fragezeichen, die nach einer Weile dem Lächeln der Erkenntnis Platz machten.
Das leere Fass war weder vergessen worden, noch hing es dort ohne Grund. Es diente schlichtweg schnöden Reklamezwecken. Im Parterre des Eckgebäudes befand sich nämlich die Gastwirtschaft von Josef Kochmann, der vor mehr als 30 Jahren aus dem Hessischen in die Reichshauptstadt gewechselt war. Die beiden oberen Etagen seines Hauses hatte der Wirt fremd vermietet. Die Gebrüder Pfeiler, welche eine Pelzhandlung betrieben, teilten sie sich mit dem Konfektionisten Ignaz Neumann, der auf Knabenanzüge und Jupons spezialisiert war. Hinter den öffentlichen Gasträumen von Kochmanns Restaurant gab es noch mehrere separate Vereinszimmer von unterschiedlicher Größe, in denen sich regelmäßig die Sangesfreunde Tannengrün, die Kegelbrüder Holzzahl anno 1880 und die Eliten vom Berliner Hauptverein der Deutsch-Konservativen Partei versammelten. Speziell bei den Konservativen mehrten sich die Stimmen jener, die in ein anderes Vereinslokal zu wechseln wünschten. Der Grund für dieses Anliegen war ganz simpel. Es widerstrebte ihnen, zu Füßen des Juden Ignaz Neumann über die große deutsche Politik zu debattieren. Am Abend des 22.05.1910 hatten sich fünf Herren im abgelegenen Hinterzimmer eingefunden. Ich sage es nun zum wiederholten Mal. Angeblich konnte die Canadia 2 wegen zu stürmischer See 2 Tage und 2 Nächte lang nicht in Calais einlaufen, sondern musste eine Meile vor der französischen Küste auf Rede liegen bleiben. Nach meiner Kenntnis gab es in dieser Region noch nie zuvor einen solchen Vorfall, jedenfalls nicht in der Geschichte der christlichen Seefahrt. Nur Trottel glauben an Zufälle. Die Sache scheint sehr ernst zu sein. Wie Sie wissen, meine Herren, hatten 3 unserer Männer den Auftrag, jenen Detektiv aus dem Weg zu räumen, der im Auftrag der englischen Krone als Leibwächter für den persönlichen Schutz der Tochter des Herzogs verantwortlich zeichnete. Der Anschlag scheint geglückt zu sein, denn Charlottes Beschützer ist in Calais definitiv nicht an Land gegangen. Diese Tatsache allein und für sich genommen könnte als Erfolg gewertet werden, wenn es nicht eine Kehrseite der Medaille geben würde. Unsere 3 Männer sind genauso spurlos verschwunden wie ihr Klient. Das ist mehr als ungewöhnlich, denn die sofortige Vollzugsmeldung war ein wesentlicher Bestandteil des Auftrags gewesen. Die englischen Behörden wurden alarmiert, haben den Vorfall genauestens untersucht und mussten das Schiff bis zum Ende der Ermittlungen unter Quarantäne stellen. Aufgrund der Verzögerungen wurden die Auftritte der Komödianten in Berlin komplett abgesagt. Ich habe unseren Leuten schon die entsprechende Order erteilt. Sie werden in ihren Schlupflöchern bleiben. Wir müssen völlig neu disponieren. Die Theatergruppe wird heute in Leipzig eintreffen. Übermorgen Abend, am 24. Mai, soll die deutsche Uraufführung der neuen Romeo und Julia-Inszenierung stattfinden. Die sächsische Polizei rechnet mit starken Tumulten, weil es unter Garantie zu Auseinandersetzungen zwischen den deutschen und den britischen Shakespeare-Freunden kommen wird. Weshalb das denn? Diese Nulpen werfen sich gegenseitig vor, den großen Meister zu verfälschen. In den USA hat es bei solchen Auseinandersetzungen schon Tote gegeben. Unseren Zwecken käme ein wenig Randale nur zu Pass. Aber wir leiden unter einem schwerwiegenden Handicap. Wir verfügen bei weitem nicht über die Möglichkeiten wie hier in Berlin. Außerdem besitzen wir weder die Baupläne vom Theater, noch haben wir die nötigen Nachschlüssel. Weshalb machen wir es nicht ebenso wie vor 45 Jahren einige kühne Südstaatler mit Abraham Lincoln verfahren sind und schicken einen unserer besten Schützen ins Theater? Eine gut gezielte Kugel von einer Loge aus und alles ist vorbei. Der Attentäter John Wilkes Booth war ein Fanatiker, dem sein eigener Tod völlig Schnurz gewesen ist. Solche prachtvollen Burschen stehen uns heutzutage leider nicht mehr zur Verfügung. Aber falls einer der anwesenden Herren Interesse daran hätte, den Auftrag zu übernehmen, so möge er sich bitte bei mir melden. Was ist mit Ihnen, Freiherr von Hammerstein-Eckwart? Sie sind ein gestandener Militär und konnten bereits Erfahrungen auf dem Feld des Ruhmes sammeln. Nein, danke. Zu viel der Ehre. Ich sehe schon, so wird das alles nichts. Sie wollen auf die Jagd gehen, fürchten sich aber vor den Schüssen. Mein Vorschlag ist daher ganz simpel. Wie Sie vielleicht wissen, residiere ich nicht nur in der Villa Liegnitz im Park von Sanssouci, sondern auch in der sogenannten Limburgischen Villa in Lößnig. Ich werde also schon morgen nach Leipzig an der Pleiße reisen und der reizenden Lottie Land ein Blumenbukett nebst einer Einladungskarte in die Garderobe schicken. Bei meinem bedeutenden Namen kann die von mir vorgeschlagene mitternächtliche Visite natürlich nur unter dem strengsten Siegel der Verschwiegenheit stattfinden. Das wird selbst ein kleines Dummchen verstehen, das zum fahrenden Volk gehört.
Ich schicke ihr eine geschlossene Droschke. Die Fahrt vom Theater bis zu meinem Anwesen dauert eine gute halbe Stunde. Auf der Strecke werden wir einen unserer Leute postieren, dessen alleinige Aufgabe darin bestehen wird, etwaige Verfolger auszuschalten. Bei unserem Tete-à-Tete will ich der reizenden jungen Dame einige Tropfen Laudanum in den Wein träufeln. Wenn sie erwacht, wird sie sich zu ihrer größten Verblüffung auf einer modrigen Matratze in meinem Kellerverlies wiederfinden. Dort, so soll meine einleuchtende Erklärung ihr gegenüber lauten, muss ich sie zu ihrer eigenen Sicherheit versteckt halten, weil ihr hundsgemeine Halsabschneider und internationale Verschwörer nach dem Leben trachten. Sie wird diesen Köder schlucken, weil sie vorgewarnt wurde und sich seit dem unerklärlichen Verschwinden ihres Beschützers in größter Sorge befinden muss. In der Gruft soll sie bleiben und ihren Frieden finden, bis endlich Gras über die Sache gewachsen ist. Sobald endlich der Name Charlotte von Cumberland in Vergessenheit geraten ist, mag sie mein Gärtner für alle Zeiten unter dem Rosenbeet begraben. Und sollte die Sache durch einen unglückseligen Zufall vor ihr aufliegen, weil beispielsweise eine neugierige Kammerzofe geplaudert hat, werde ich als Retter in der Not gefeiert und vom englischen König zum Ritter geschlagen. Fürwahr, das ist ein vortrefflicher, äußerst kühner Plan, Eure Majestät. Wie ich sehe, ermangelt es Ihnen dank des mentalen Einflusses unserer Obermieter hier in diesem Etablissement nicht der nötigen Chuzpe. Meinen Sie das etwa ironisch? Gott bewahre! Ein Attentat muss vor den Augen der Öffentlichkeit stattfinden, wenn es einen internationalen Konflikt auslösen soll. Und deshalb hatten wir beschlossen, die junge Dame hier in Berlin von der Bühne weg zu entführen und sie anschließend in kleine Teile zu zerlegen. Soweit ich mich erinnern kann, stammte doch das Angebot von Ihnen, dem kleinen Lottchen ein Fingerchen abzuhacken und es als Andenken an die Eltern zu schicken. Dann hätte die Weltöffentlichkeit aufgeheult und bittere Rache gefordert. Wenn das Gänschen jetzt ohne jeden Knalleffekt in die ewigen Jagdgründe eingeht, nützt sie uns weniger als nichts. Genug geschwafelt. Das hier ist kein Kaffeekränzchen. Sorgen Sie nur dafür, dass dieser famose Bruder Joachim einige verlässliche Männer rekrutiert. Wir brauchen noch einen sicheren Treffpunkt in Leipzig, unweit meiner Villa in Lößnig. Welchen Ort würden Sie vorschlagen? Meine Loge, die Mysteria Mystica Eterna, lässt seit 1898 in Leipzig einen Tempel bauen, der in naher Zukunft das Zentrum des Universums bilden wird. Der grandiose Bau ist leider noch nicht gänzlich vollendet, aber die unterirdischen Gewölbe stehen bereits jetzt zu unserer alleinigen Verfügung. Suchen Sie dieses Zeichen, das ich Ihnen hier auf einen Bierfilz male. In der Mitte der hinteren Front unterhalb des herausragenden Schlusssteins. Drücken Sie auf das Symbol an der felsigen Wand und sprechen Sie dabei die geheime Losung: Ich komme im Zeichen des roten Löwen. Dann wird sich der Stein für Sie auf magische Weise auftun. Hoffentlich kann ich mir diesen Firlefanz merken. Wie heißt denn nun dieses famose Gebäude und wo kann ich es finden? Sie kennen den Namen längst, Majestät. Es ist... Als ich schon jeden Glauben daran aufgeben wollte, kamen wir doch noch mit der Eisenbahn am späten Nachmittag des 22. Mai in Leipzig an. Hinter uns lag eine schier unendliche Odyssee, die uns, so deuchte mich jedenfalls, kreuz und quer durch halb Europa geführt hatte. Ich war tüchtig durchgerüttelt worden, hatte schlechte Nahrung zu mir nehmen müssen und miserabel geschlafen. Miesepetrig und verkatert blickte ich hinaus auf Vorstadtsiedlungen, an denen wir vorbeizogen. So wie in London standen auch in Leipzig jede Menge Bahnhöfe. An welcher Station wir dann tatsächlich ausstiegen, kann ich nicht mehr mit Bestimmtheit sagen. Der Name der Straße vor dem Stationsgebäude ließ sich leicht merken, denn sie hieß Bahnhofstraße. Dort warteten Droschken in ausreichender Anzahl auf unsere Reisegesellschaft. Allerdings herrschte hier in Sachsen ein strengeres Reglement als in Dover, denn alle Wagen waren ganz exakt durchnummeriert worden. Die Kutscher trugen eine Art Uniform, die aus einem blauen, zweireihigen Mantel mit großen silbernen Knöpfen und einem farblich dazu passenden Zylinderhut bestand, dem eine seitlich aufragende goldene Kokarde ein ehrwürdig amtliches Aussehen verleihen sollte. Diesmal ergab sich allerdings keine Gelegenheit, mit dem Fuhrmann ins Gespräch zu kommen, denn wir erreichten unser Hotel in der Theatergasse bereits nach wenigen hundert Yards Fahrstrecke. Holmes und ich hatten jeder ein Einzelzimmer gebucht.
Unsere Räumlichkeiten befanden sich in der zweiten Etage und waren durch eine Zwischentür miteinander verbunden. Auf diese Weise konnten wir jederzeit miteinander verkehren, aber auch ungehindert den nötigen Ruhebedürfnissen folgen. Unsere Schützlinge hatten wir in den beiden Kammern neben uns untergebracht. Das war problemlos möglich gewesen. Sir Beerbohm Tree behandelte uns wesentlich zuvorkommender, seit ihn Holmes über das Verbrechen an Gideon Eaves und das schreckliche Ende seiner Mörder in Kenntnis gesetzt hatte. Trotzdem nun schon viele Stunden seit den schrecklichen Ereignissen auf dem Schiff vergangen waren, spukten mir immer noch die furchtbaren Bilder im Kopf herum. Aber es gab auch Fortschritte zu verzeichnen. Holmes hatte, wie von mir bereits berichtet, einem der Toten einen Briefumschlag abgenommen. Die an die Mordgesellen gerichtete Botschaft bestand aus zwei Teilen. Einer völlig sinnlosen Einleitung, die offensichtlich nur zur Irreführung eines zufälligen Lesers dienen sollte, und der eigentlichen Nachricht. Letztere bestand aus mehreren Zahlenkolonnen. Die Verschlüsselung war nach jenem einfachen System erfolgt, bei dem jedem Buchstaben eine ganz bestimmte Zahl zugewiesen wird. In der niedrigsten Schwierigkeitsstufe wäre dies A gleich 1, B gleich 2, C gleich 3 und so weiter. Die Zahlenfolge 1, 2, 6, 1, 8, 18, 20 würde dann, ganz logisch, das Wort Abfahrt ergeben. Bei einer anderen, aber ähnlich einfachen Form wird rückwärts gezählt. Etwas schwerer sind Botschaften zu dechiffrieren, bei denen die Zahlen bunt gemischt wurden. A gleich 22, B gleich 3, C gleich 7 und so weiter. Der alberne Einleitungstext bestand aus zwei kurzen deutschen Sätzen, die wie folgt lauteten. Sehr geehrter Herr Müller, hiermit bestelle ich 5 Druckwalzen in diesen Partitionen. Darauf folgten die Zahlenreihen in 3 Spalten nebeneinander. Dem Gesetz der Logik folgend begann Holmes mit der deutschen Sprache zu experimentieren, konnte jedoch keinen Anknüpfungspunkt finden. Er wechselte deshalb sehr rasch zum Englischen, was sich dann auch als richtig erwies. In unserer Sprache wird von allen Buchstaben das E am meisten verwendet. Die häufigste Dreierkombination mit einem E am Ende ist das Wort the. Auf diese Weise ermittelte Holmes die Zahlen für die Buchstaben T und H. Und nach einer guten Stunde hatte er die gesamte Botschaft dechiffriert. Sie lautete, der Name der Zielperson ist Gideon Eaves. Er ist Detektiv, Boxer und bewaffnet. Kein Risiko eingehen, unbedingt eliminieren. J. Vollzug melden, in Berlin neue Aufgabe. Einem gewissen J. sollte Bericht erstattet werden und in Berlin würde die Sache weitergehen. Damit allein ließ sich nicht viel anfangen. Die Mühe, die sich Holmes mit dem Brief gemacht hatte, war nahezu umsonst gewesen. Dachte ich. Mein Freund war der andere Ansicht. Der Absender hat einen äußerst dünnen, untergewichtigen Briefbogen von guter, reißfester Qualität verwendet, der das Wasserzeichen FM trägt. Der gesamte Text ist von einem Rechtshänder mit einer amerikanischen Scholz & Glidden Typewriter-Schreibmaschine getippt worden, einem völlig veralteten Modell. Sie befindet sich schon lange in Benutzung, was sich daran erkennen lässt, dass die Ränder der Buchstaben verwaschen sind und das R aus der Reihe tanzt. Das steht regelmäßig höher als die übrigen Buchstaben. Könnte es nicht auch ein deutsches Fabrikat gewesen sein? Nein, völlig ausgeschlossen. Die Scholz & Glidden verfügt lediglich über Großbuchstaben und sie besitzt keine Tasten für Umlaute. Deshalb konnte der Einleitungstext nur in Großbuchstaben geschrieben werden und statt Müller und 5 steht dort Muella sowie Fuenf. Sie müssen aber zugeben, dass die Schreibweise des Namens Müller in Deutschland auch als Muella, also ohne Umlaut, üblich ist. Holmes strafte mich mit seinen Blicken, erwiderte aber nichts. Stattdessen fuhr er mit seinen Erklärungen fort. FM ist die Abkürzung für feminin-maskulin, was aber im vorliegenden Fall keinen Sinn ergibt. FM bedeutet aber auch Foreign Ministry, also Außenministerium. Und schon schließt sich der Kreis. Der Verfasser dieses Briefes arbeitet im britischen Außenministerium in der Amerika-Abteilung. Und zwar schon seit so vielen Jahren, dass er ein Schreibmaschinenmodell aus dem Jahre 1874 benutzt. Er ist ein geschickter Spion, denn er hat in Erfahrung bringen können, dass zum Schutz von Charlotte von Cumberland ein Detektiv beauftragt wurde. Aufgrund seiner Dienststellung war er in der Lage, Passagierlisten der Amerika-Linien einzusehen. Auf diese Weise ist er auf den Pinkerton-Detektiv als den Begleiter von William Norton gestoßen, hat 1 und 1 zusammengezählt und Meldung erstattet. Gideon Eaves ist demzufolge das Opfer einer tragischen Verwechslung geworden. Eigentlich hätte der Anschlag mir gelten sollen. Oder uns beiden. Die eigentlichen Auftraggeber sitzen in Berlin.
Ein gewisser J ist der Mittelsmann. Was wollen Sie nun unternehmen? Als erstes werde ich meinen Bruder warnen. Glücklicherweise hat er mir in weiser Voraussicht eine Deckadresse für jene Nachrichten gegeben, die keinesfalls in falsche Hände fallen dürfen. Es wird Mycroft nicht allzu schwer fallen, den Verräter aufzuspüren. Es handelt sich um einen eitlen Mann jenseits der 50 mit ergrautem Haar, der in einer höheren Position in der Amerika-Abteilung des Außenministeriums arbeitet, bei seinen Mitarbeitern unbeliebt und Rechtshänder ist. Woher wollen Sie wissen, dass er Rechtshänder ist und graue Haare hat? Mit einer Lupe kann man leicht die Anschlagrichtung der Schreibmaschinentypen erkennen und daraus ableiten, ob jemand Links- oder Rechtshänder ist. Der kleine Fettfleck stammt von der färbenden Brillantine Golden Globe. Ergo hat unser Mann graues Haar und weil er selbstgefällig ist, möchte er das verbergen. Vielleicht arbeitet er in der Registratur und hat nur manchmal Zugriff zur Amerika-Abteilung. Er hat einen Bogen von jenem besonders leichten und reißfesten Papier benutzt, wie es für die Überseepost verwendet wird. Würde er in der Registratur tätig sein, hätte er ganz normales Holzschliffpapier genommen. Mitten in diesen Überlegungen klopfte es an unserer Tür. Es war Charlotte von Cumberland, mit der uns inzwischen ein ebenso herzliches Verhältnis verband wie mit dem jungen William Norton. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie, meine Herren. Welche wollen Sie zuerst hören? Die schlechte. Wir wohnen zwar in der Theatergasse, aber es wäre ein schwerer Fehler, daraus schlussfolgern zu wollen, wir könnten in Pantoffeln zur Probe schlurfen. Leipzig verfügt nämlich über mehrere Schauspielhäuser und wir gastieren im neuen Stadttheater am Augustusplatz, welcher von unserem Domizil so weit entfernt liegt, dass ein Fußmarsch von einer guten Viertelstunde einzukalkulieren ist. Wenn das die schlechte Nachricht war, dann bin ich gespannt auf die gute. Also, meine Herren, aufgepasst. Übermorgen sind wir alle zur Premierenfeier in das berühmte Café Bauer am Rossplatz zu Hummer und Kaviar eingeladen. Der Champagner wird in Strömen fließen. Denn die gesamte sächsische Haute Volée wird uns die Ehre erweisen. Ist das nicht wundervoll? Damit flog sie wieder zur Tür hinaus, zwitschernd wie ein kleines Vögelchen. Ich will nun die Nachricht an meinen Bruder absenden. Ich gehe hinüber zum Telegrafenamt. Ich bin gleich wieder da. Nach wenigen Minuten kam er mit einem Packen Zeitungen zurück, in der er systematisch zu studieren begann. Vielleicht glaubte er, weil er zu Hause immer die wichtigsten Informationen bei der Verbrechersuche der Times entnommen hatte, könnte ihm das hier auch gelingen. Ich wollte ihn nicht von seinem völlig sinnlosen Unterfangen abbringen und widmete mich lieber meinem Stevenson. Nach einer Weile stand Holmes vor mir und wedelte mit einem der Journale vor meiner Nase herum. Ich habe gefunden, was wir suchen. Also, möglicherweise. Es gibt mehrere höchst interessante Orte in dieser Stadt, denn Leipzig gilt als ein wichtiges Zentrum der Freimaurer in Deutschland. Darüber hinaus tobte hier im Jahre 1813 die Völkerschlacht bei Leipzig, die den Untergang Napoleons besiegelte. Zum Gedenken an dieses wichtige historische Ereignis wird unweit der Stelle, von der aus Kaiser Napoleon in seinem Befehlsstand dem Untergang seiner Armee beiwohnen musste, ein gewaltiges Monument errichtet. Ach. Der Träger des Bauprojekts ist der Deutsche Patriotenbund zur Errichtung des Völkerschlachtdenkmals. Das klingt deutsch-national und damit völlig unverfänglich. Doch dahinter stehen die Freimaurer und der Orden Mysteria Mystica Aeterna. Sie sind die Geldgeber, die Spendensammler, die Organisatoren, die Verantwortlichen für die künstlerischen Entwürfe. Und das steht alles in der Leipziger Volkszeitung? Natürlich nicht wortwörtlich. Man muss schon zwischen den Zeilen lesen können. Ich habe nichts weiter getan, als einen Mosaikstein an den anderen zu legen und kam auf diese Weise zu einem fertigen Bild. Einmal angenommen, die Geheimgesellschaften finanzieren tatsächlich den Bau des Völkerschlachtdenkmals. Aus welchem Grund sollten Sie auf diese Weise Ihr Geld verschwenden? Bonaparte ist tot und wird es noch einige Zeit lang bleiben. Der Begriff Denkmal ist irreführend, denn es handelt sich nicht um einen Monolithen. Im Inneren des rund 90 Meter hohen Gebäudes aus Granitporphyr ist eine gigantische Ruhmeshalle mit jeweils 4 10 Yard großen Statuen von Totenwächtern geplant, welche angeblich die Tugenden der Schlacht wie Tapferkeit, Glaubensstärke, Volkskraft und Opferbereitschaft darstellen. Aha. Tatsächlich aber sind es getreue Nachbilder der altägyptischen Memnonsäulen bei Theben. Und der Pharaonenkult ist ein wichtiges Element im Orden Mysteria Mystica Aeterna. So, so. Eine weitere zentrale Figur stellt der Erzengel Michael dar. Der Erzengel Michael wird mit Beinamen der Rote Löwe genannt. Der Rote Löwe wiederum ist in der Alchemie eine der Bezeichnungen für den Stein der Weisen. Ach. Die Alchemisten und der Orden Mysteria Mystica Aeterna glauben nun, dass Atome mithilfe der gewaltigen Energie, die aus dem Flammenschwert des Erzengels Michael strömt, umgekrempelt werden können. Ah, ja. Deshalb beten sie den Roten Löwen an.
Sie glauben wahrscheinlich, im größten Tempelbau, der jemals zu seinen Ehren errichtet wurde, einen direkten Zugang zu ihm finden zu können. Aha. Und auf dem Altarstein wollen 3 Dutzend Vermummter unter dem Absingen schauriger Lieder das arme Lottchen dem roten Michi opfern, während draußen die Maurer in ihren Zementbottichen holen. Das sicherlich nicht. Wir suchen lediglich nach Hinweisen auf den Orden Mysteria Mystica Aeterna. Vielleicht finden wir welche. Eine bessere Theorie haben wir nicht. Morgen nach dem Frühstück werden wir überprüfen, ob sie der Meister der Praxis ist. Das Frühstück im norddeutschen Hof war ein Gedicht. Es gab Dutzende und Aberdutzende von Speisen. Eine war leckerer als die andere. Da sich dieser unerwartete Service wie ein Lauffeuer herumgesprochen hatte, versammelte sich das gesamte Ensemble um Punkt 9 Uhr im Frühstücksraum und begann zu schlemmen. Kurz darauf kam es zu einem Eklat. Felix Dalton, ein korpulenter und phlegmatischer Waliser, dem passend zu seiner Rolle als Franziskanermönch Lorenzo auf seinem kahlen Schädel nur ein spärlicher Haarkranz verblieben war, sprang plötzlich wie von allen Furien gehetzt auf. Der Teufel! Der Leibhaftige! Oh Herr, steh uns bei! Ich wandte mich um und sah noch undeutlich, wie draußen eine fremde Gestalt auf der Gasse verschwand. Quatsch mit Soße! Wenn das der Fürst der Finsternis gewesen sein soll, dann bläst meine Großmutter die Ocarina mit ihrem Hinterteil. Nein, das war bloß irgendein hässlicher Grottenolm, dem vor Neid die Augen aus dem Kopf gequollen sind, als er mit ansehen musste, wie fürstlich unser Mönchlein tafelt. Meiner Meinung nach stimmt weder das eine noch das andere. Zufällig habe ich den Mann genau gesehen. Seine linke Gesichtshälfte war von einer tiefen Narbe entstellt, die quer über die Augenhöhle lief. Vermutlich ist er auf diesem Auge blind. Dann war es sicherlich ein armer Schlucker, der sich keine Theaterkarte leisten kann, aber einen Blick auf unser berühmtes Ensemble werfen wollte. Meinte Sir Beerbohm Tree erleichtert. Eine Küchenmagd versorgte Felix Dalton mit frischem Haferbrei und sammelte die Scherben auf. Holmes hatte sich von dem Tumult nicht weiter irritieren lassen, in der Zwischenzeit eine doppelte Portion Spiegeleier mit Speck vertilgt und tupfte nun mit der Serviette seine Lippen. Da ich meine Mahlzeit ebenfalls beendet hatte, bedeutete er mir mit einem Nicken, mich zu erheben und ihm zu folgen. Draußen im Gang fiel die gleichmütige Miene von seinem Gesicht wie eine Maske ab. Kommen Sie, Watson, die Sicherheit trügt. Bevor ich mein Zimmer von außen verriegelte, steckte ich ziemlich weit unten ein Streichholz zwischen den Rahmen und die Tür. Falls in meiner Abwesenheit ein Fremder meine Schlafkammer inspizieren wollte, würde das Hölzchen zu Boden fallen und mich über den Besuch des ungebetenen Gastes informieren. Die Zimmertür meines Freundes präparierte ich auf die gleiche Weise. Schließlich instruierte ich die Hausdame, dass wir am heutigen Tag keine Reinigung der Zimmer wünschten und trat auf die Straße. Holmes wartete bereits in einer Droschke auf mich. Es war ein Landauer mit der Nummer 99. Der weißhaarige Kutscher sah aus wie ein 100. Er schien leicht senil zu sein, denn er brabbelte unentwegt vor sich hin. Wahrscheinlich plauderte er mit dem Pferd. Und dann sahen wir es vor uns liegen, das im Entstehen begriffene Völkerschlachtdenkmal. Auf einem Hügel erhob sich das Kolossalmonument bis weit in den Himmel hin. Auch wenn es noch lange nicht vollendet war, ließ sich sein zukünftiges Aussehen bereits erahnen. Während mir beinahe der Atem stockte, meinte Holmes pietätlos: Erinnert mich an einen zu groß geratenen Kaffeewärmer. Wie bitte? Auf mehreren unterschiedlich hohen Terrassen stand ein gewaltiger Baukörper, der komplett eingerüstet war. Ein großes Schild zeigte ein Abbild vom zukünftigen Aussehen des Denkmals und auf mehreren Tafeln wurden die Namen der beteiligten Baufirmen genannt. Unzählige Arbeiter wimmelten wie die Ameisen hin und her. Ich entlohnte den Kutscher. Er musste nicht warten, denn in Sichtweite gab es einen Droschkenstandplatz, auf dem reger Betrieb herrschte. Wir sollten es auf der Rückseite versuchen. Als wir die Fläche umrundeten, stießen wir auf einen übermannshohen Zaun aus rohen Kiefernbrettern, die gegen die Wetterunbilden mit einem braunroten Carbolineum-Anstrich versehen worden waren, der unangenehm nach Teerroch und die Atemwege reizte. Wir liefen einen Trampelpfad entlang, der auf verschlungenen Linien durch dichtes Unterholz führte, aber breit genug für einen Karren war, wie sich an den Wagenspuren erkennen ließ. Der Weg wird oft benutzt. Dafür muss es einen Grund geben. Also führt er nicht ins Nirgendwo. Nach einer Weile empfing uns wütendes Hundegebell. Ein riesiger schwarzer Köter,
halb Bulldogge, halb Rottweiler, war an einen Baum gebunden worden. Nun zerrte er wie von Sinnen an dem Strick. Die Absicht des Untiers war unverkennbar. Er wollte uns zum Frühstück verspeisen. Seit den Erlebnissen mit dem Hund von Baskerville hatte ich eine Heidenangst vor großen Tölen. Gutes Hündchen, sei brav. Anders hingegen Holmes. Er näherte sich der geifernden Bestie völlig furchtlos, obwohl sie die Größe eines stattlichen Kalbes besaß und sprach beruhigend auf sie ein. Zu mir gewandt, meinte er, die meisten Hunde verfügen über die Psyche eines vierjährigen Kindes. Sie wirken durch ihr Äußeres furchterregend, sind aber in Wirklichkeit völlig harmlos und haben selbst mehr Angst als Vaterlandsliebe. Sobald man ihnen diese Furcht genommen hat, werfen sie sich auf den Rücken und lassen sich den Bauch kraulen. Willst du jetzt brav sein? Willst du jetzt brav sein? So, das wäre erledigt. Dieser Cerberus wurde nicht zufällig zurückgelassen. Er hält Wache. Demzufolge muss sich hier irgendwo der Eingang befinden. Er trat an die stabil wirkende Umzäunung heran und hob mühelos einige Bretter beiseite, die äußerlich stabil und fest wirkten, jedoch nur lose verankert waren. Ein schmaler Durchschlupf tat sich auf. Dahinter führte ein schmaler Saumsteig an die Rückfront des Völkerschlachtdenkmals und endete an einem der gewaltigen Porphyrquader. In ihn waren unterhalb eines hervorstehenden Absatzes mehrere Dutzend ägyptischer Hieroglyphen eingemeißelt worden. Lesen Sie mir doch bitte einmal vor, was dort geschrieben steht. Zwar bin ich einer Totensprache mächtig, nämlich des Lateinischen, aber nicht des noch viel älteren Pharaonenkauderwelsches. Nun, ich zwar auch nicht, dennoch weiß ich, was diese seltsamen Zeichen zu bedeuten haben. Ja, was denn? Die Botschaft lautet, Zutritt nur für Mitglieder. Sie wollen mich veralbern. Keineswegs. Entgegnete Holmes und suchte Zentimeter um Zentimeter des Felsblocks sorgfältig mit der Lupe ab. So, nun habe ich erfahren, was ich wissen muss. Sehen Sie den haarfeinen Riss, der entlang der Maserung verläuft? Ich markiere ihn mit meinem Bleistift. Was erkennen Sie nun, mein Bester? Den Umriss einer Tür. Genau. Es handelt sich um eine ingenieurtechnische Meisterleistung, einen tonnenschweren Stein so passgerecht bewegen zu können. Aber was die alten Ägypter konnten, muss heute mit Hilfe von Dampfdruck, Hydraulik und gut geölten Kugellagern erst recht möglich sein. Nun betrachten Sie bitte die Hieroglyphen etwas genauer. Fällt Ihnen etwas auf? Da ich nicht wusste, wonach ich suchen sollte, gab ich mir keine Mühe und ließ den Blick nur oberflächlich über die einzelnen Symbole schweifen. Kalt, ganz kalt, stieß Holmes spöttisch hervor und deutete auf die Umrisse einer Hand im oberen Drittel der Hieroglyphenleiste. Ich betrachtete sie aufmerksam, konnte mir aber keinen Reim darauf machen, was er von mir wollte. Es ist eine linke Hand. Gideon Eaves war Linkshänder und wurde ermordet. Dies wird vermutlich seine Grabstätte sein. Quatsch. An dieser Stelle ist der Porphyr verfärbt, weil er häufig berührt wurde. Das ist der Klingelknopf. Er drückte mit dem Daumen auf das Symbol der Hand. Nichts geschah. Alles blieb ruhig. Holmes wiederholte den Vorgang ein zweites und ein drittes Mal. Vergeblich. Er wollte sich gerade resignierend abwenden, als von irgendwo tief aus dem Innern des Steins eine Stimme zu uns sprach. Was ist dein Begehr, Fremder? Machen Sie bitte die Tür auf! Nichts geschah. Mein Freund presste seinen Daumen erneut auf die Hieroglyphe. Wieder fragte die Stimme. Was ist dein Begehr, Fremder? Mach endlich die Tür auf, du Trottel, oder ich erschieße deinen verdammten Hund! Geräuschlos rutschte ein Teil der Wand nach innen und wir traten ein. Vor uns tat sich ein Gang auf, der nach wenigen Schritten in einem sechseckigen Raum endete, von dem allerlei Türen abgingen. Nach einer Weile kam von links ein verhutzeltes altes Männlein an einer Krücke herbeigeschlurft. Der Greis war schon weit über 70, hatte einen faserigen weißen Bart und nur noch wenige Zähne. Ich hasse diesen Pförtnerdienst. Ich bin Kriegsinvalide. Die Franzosen haben mir ein Bein abgeschossen. Weshalb nennt ihr nicht das korrekte Lösungswort? Es lautet in dieser Woche, ich komme im Zeichen des Roten Löwen. Also gut, mein Freund. Ich komme im Zeichen des Roten Löwen. Bist du nun zufrieden? Der Alte nickte mürrisch. Wir suchen J. Wo können wir ihn finden? Bruder Joachim ist noch nicht eingetroffen. Der hat einen wichtigen Auftrag des Großmeisters zu erfüllen und will sich am Nachmittag mit dem Prinzen treffen. Mit welchem Prinzen?
Drosselbart, Siegfried, was weiß ich denn? Wie heißt Bruder Joachim mit Nachnamen? Joachim. Und mit Vornamen? Bruder. Wo wohnt er? Na hier, wo denn sonst? Holmes Miene hellte sich wieder auf. Zeig mir sein Zimmer. Das liegt dort drüben. Der Alte deutete auf die erste Tür rechter Hand. Holmes stieß sie auf und schaute in den Raum dahinter. Er war so karg eingerichtet wie eine Mönchszelle. Eine niedrige Pritsche, auf der eine dunkelgraue Rosshaardecke lag, ein dreibeiniger Hocker, ein leerer Tisch aus Fichtenholz, mehr nicht. Holmes rückte die Pritsche von der Wand, faltete die Decke auseinander, hob den Hocker hoch und klopfte die Fußbodenfliesen ab. Er fand nichts, rein gar nichts. Pech gehabt. Aber unser Besuch hat sich trotzdem gelohnt. Wir haben zwei wichtige Informationen einholen können. Er steckte dem Alten ein 5-Mark-Stück in die Hand und sagte: Du darfst keinem verraten, dass wir hier waren. Es soll eine Überraschung werden. Was soll ich schon ausplaudern? Ich weiß doch nichts. Ich hasse diesen Pförtnerdienst. Ich bin Kriegsinvalide. Die Franzosen haben mir ein Bein abgeschossen. Jetzt habe ich auch noch das Losungswort vergessen. Nachdem wir durch den Stein zurück nach draußen gekrochen waren, fragte ich Holmes: Hatten Sie tatsächlich vor, den Hund zu erschießen? Ich doch nicht. Ich kann keiner Kreatur etwas zuleide tun. Das hätten Sie für uns erledigen müssen. Sie sind Mediziner und waren außerdem beim Militärdienst in Afghanistan. Ich schob die Bretter auseinander und zwängte mich durch die Lücke. Kaum wollte ich mich vor dem Zaun aufrichten, da traf mich ein mächtiger Faustschlag mitten ins Gesicht. Ich schrie vor Entsetzen und vor Schmerzen auf, drehte mich um die eigene Achse und purzelte in einen Graben, der von Dornengestrüpp völlig überwuchert war. Über mir stand eine Gestalt und blickte auf mich herunter. Die linke Gesichtshälfte des Mannes war von einer tiefen Narbe entstellt, die quer über seine Augenhöhle lief. In ihr steckte ein starres Glasauge, das bösartig genug wirkte, um einen unbedarften Schauspieler beim Frühstück an den Teufel glauben zu lassen. Ich versuchte, nach meinem Revolver zu greifen, aber die Dornen hielten mich fest umklammert. Im selben Moment erschien Holmes auf der Bildfläche und verpasste dem Bösewicht einen kräftigen Schwinger. Ein ungleicher Kampf entbrannte. Dem Strauchdieb mangelte es keinesfalls an Kraft, wie ich soeben am eigenen Leib verspürt hatte. Aber er bewegte sich mechanisch und schlug wie eine Dampframme zu. Holmes hingegen tänzelte elegant wie ein Balletttänzer, tauchte unter den Schlägen seines Feindes weg oder wich ihnen seitlich aus. Er versetzte dem Angreifer einen Hieb nach dem anderen. Doch so sehr er auch auf den Häschling eindrosch, so wenig Wirkung zeigten seine Treffer. Das Kinn und die Brust des Mannes schienen aus purem Eisen zu sein. Der schwarze Höllenhund, der sich vorhin wie ein Wahnsinniger gebärdet hatte, tat nun gar nichts mehr. Er hielt sein Maul und blickte verwundert von einem zum anderen, so als ob er sich weigern würde, Partei für eine der beiden Seiten zu ergreifen. Ich riss den Revolver hervor, zielte kurz über den Kopf des Schurken und drückte ab. Der laute Knall und der scharfe Luftzug an seinem Scheitel brachten ihn zur Besinnung. Er hob noch einmal drohend die Fäuste und rannte den Weg entlang in jene Richtung, aus der wir gekommen waren. Wir folgten ihm unverzüglich. Holmes spurtete vorne weg, ich steckte den Revolver ein und hechelte hinterher. Weil wir zwei Personen waren und dem Schurken das räumliche Sehen fehlte, musste er ständig seinen Kopf hin und her drehen, um uns beide im Blick behalten zu können. Auf diese Weise abgelenkt, stolperte er über einen Stapel Ziegelsteine, die ein unachtsamer Maurer am Boden hatte liegen lassen, taumelte nach hinten und prallte gegen die Absperrung. Sein Körpergewicht war zu groß. Die dünnen Latten splitterten und er stürzte rücklings in die Tiefe. Es gab einen dumpfen Knall. Wir traten an den Rand der Baugrube und sahen hinunter. Etwa 20 Yards unter uns lag der Mann in seinem Blute. Er war offensichtlich mausetot, denn er bewegte sich nicht mehr. Sein starr auf uns gerichtetes Glasauge musterte uns vorwurfsvoll.
Den gesamten Nachmittag des 23. Mai verbrachten Holmes und ich bei unserer Vernehmung im Polizeiamt am Nachmarkt, einem für Leipziger Verhältnisse eher schlichten Gebäude. Wir saßen im ersten Stock in einer nüchternen Amtsstube und lieferten dem Kommissar vom Dienst eine äußerst lückenhafte Kurzfassung der Ereignisse. Sie beschränkte sich darauf, dass uns der Mann mit dem Glasauge morgens im Hotel belästigt hatte und anschließend zum Völkerschlachtdenkmal gefolgt war. Dort versuchte er vergebens, uns auszurauben. Bei seiner Flucht stürzte er, ohne unser Zutun, in den Tod. Der Ermittler, so stand es jedenfalls auf seiner Stirn geschrieben, glaubte uns kein einziges Wort. Doch anhand der übrigen Zeugenaussagen konnte er uns auch nicht das Gegenteil beweisen. Der tote Räuber war ein stadtbekannter Strauchdieb gewesen, der sein Auge vor vielen Jahren durch den Säbelhieb eines Gendarmen verloren hatte. Für Holmes war das Anlass genug, um Polizeischutz für die Aufführung im neuen Stadttheater und die anschließende Premierenfeier zu bitten, da wir die Rachepläne noch unentdeckter Bandenmitglieder zu fürchten hätten. Der Kommissar sagte uns zu, sowohl bei der Theateraufführung als auch bei der anschließenden Premierenfeier einen Gendarmen an der Tür und einen Beamten in Zivil im Gebäude zu platzieren. Am nächsten Tag, den 25. Mai, pilgerten wir schon mittags hinüber ins Theater. Unterwegs berichtete Holmes unseren beiden Schützlingen in allen Einzelheiten, was uns am Vortag widerfahren war. Er beschwor sie nochmals, so vorsichtig wie möglich zu sein und keine unbedachten Schritte zu unternehmen. Im Theater rannten alle ziellos durcheinander. Es fehlte an diesem, es fehlte an jenem. Irgendwelche unersetzbaren Kostüme waren auf dem Transport abhanden gekommen. Es gab Schwierigkeiten bei der Beleuchtung. Der Kartenvorverkauf war äußerst unbefriedigend gewesen und der Bürgermeister hatte seine Teilnahme abgesagt, obwohl er der Ehrengast sein sollte. Sir Beerbohm Tree zog es ernsthaft in Erwägung, die Vorstellung abzusagen. Als sich das Chaos dem Höhepunkt zuneigte, wurde zum ersten Mal abgeklingelt. Sir Beerbohm Tree schlich auf die Bühne und spähte durch ein Loch im Vorhang in den Zuschauerraum. Erstaunt schlug er sich mit der Hand auf den Mund, wendete sich um und riss in stummem Jubel die Arme in die Höhe. Sämtliche 1700 Sitzplätze und sogar die 300 Stehplätze waren belegt. Nach dem dritten Klingeln hob sich der Vorhang zum ersten Akt. Das Stück lief wie am Schnürchen. Als nach dem letzten Abgang die Schauspieler zuerst einzeln und dann in Gruppen wieder auf die Bühne traten, um sich zum Abschied zu verbeugen, wollten die Ovationen und Bravo-Rufe einfach kein Ende nehmen. Ich verließ die Hinterbühne und ging zu Holmes in die Garderobe, die er sich mit 8 anderen Komparsen teilen musste. Ich erschrak, denn mein Freund saß zur Salzsäule erstarrt auf einer Bank an der Wand. In seiner Hand hielt er ein schmales Blatt Papier. Ich konnte die Überschrift erkennen. Kaiserliches Telegrafenamt stand darauf. Was ist passiert? Hier, lesen Sie selbst. Ich habe die Nachricht gerade erhalten. In Versalien stand dort geschrieben, das Vögelchen hat gesungen, Stop. Wir kennen nun die Namen der Verschwörer, Stop. Habt Dank, Mycroft. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Sache zu Ende ist. Wir haben auf ganzer Linie gesiegt. Der Spuk ist vorbei. Jetzt beginnen für uns die Ferien. Damit sprang er auf und umarmte mich, ganz entgegen seiner sonstigen zurückhaltenden Art, die es nicht zuließ, Gefühle zu zeigen. Der Deutschnationalen Partei, der Geheimloge und allen anderen, die sonst noch zu den Verschwörern gehörten, sind von nun an die Hände gebunden. Ein Mord an Charlotte von Cumberland kommt jetzt nicht mehr in Frage, weil er sofort auf sie zurückfallen würde. Erleichtert griff ich nach meiner silbernen Taschenflasche und nahm einen tiefen Schluck Scotch. Gegen 11 Uhr, nach dem Abschminken und nachdem sich alle umgekleidet hatten, marschierten wir in einer geschlossenen Gruppe hinüber zum Café Bauer am Rossplatz, der nur wenige Gehminuten vom Theater entfernt lag. Zwar wurden, entgegen der Prophezeiung von Lottie Land, weder Hummer noch Kaviar gereicht, aber der Champagner floss tatsächlich in Strömen. Die Damen trugen die teuersten Abendkleider, eines eleganter als das andere. Die Herren waren durchweg im Frack erschienen, bis auf eine einzige Ausnahme. Ganz offensichtlich handelte es sich bei ihm um einen Polizeibeamten in Zivil. Holmes wollte sogleich die Probe aufs Exempel machen. Wir gingen auf den Mann zu und sprachen ihn direkt an, ohne vorgestellt zu werden. Die Vermutung erwies sich als richtig. Der einsame Gast hieß Hartmann Belzig und bekleidete den Dienstrang eines Inspektors. Ich bin sehr froh darüber, dass die Gefahr nun glücklich gebannt ist. Trotzdem bleibe ich bis zum Ende des Empfangs hier auf meinem Posten, so wie es mein Auftrag vorsieht. So. Zu Ihrer Bequemlichkeit habe ich ein Automobil dabei.
und kann sie auf direktem Weg ins Hotel chauffieren. Es wird uns eine Ehre sein, Ihre freundliche Einladung anzunehmen, erwiderte Holmes. Anschließend schlenderten wir ein wenig im Saal herum und beobachteten das Geschehen vom Rande aus. Unsere beiden Schützlinge waren förmlich aufgeblüht, seitdem sie von uns erfahren hatten, dass die Bedrängnis zu Ende war. Von Stund an und vielleicht als Folge dessen benahm sich Julia anders. Ihre Gefühle Romeo gegenüber hatten sich sichtlich gewandelt, denn sie führte sich auf wie seine Ehefrau. Sie schickte ihn ständig los, um sich von ihm ein Kanapee nach dem anderen holen zu lassen. William zeigte sich willig und trabte unverdrossen ein um das andere Mal los. Wir beobachteten schmunzelnd diese neue Entwicklung. Holmes, der über ein fabelhaftes Personengedächtnis verfügte, erkannte einige der Herrschaften und klärte mich freundlicherweise auf. Dort drüben steht Franz Mehring, ein linker SPD-Mann, der einige Jahre Chefredakteur der Leipziger Volkszeitung war. Er ist ins Gespräch vertieft mit August Bebel. Jenem vornehmen Herrn mit dem weißen Spitzbart? August Bebel war einer der Gründer der SPD. Er hat wegen angeblichen Hochverrats in Festungshaft gesessen und wurde inzwischen zu einem hoch angesehenen Mitglied im Reichstag. Die ältere Frau mit dem großen Hut dort hinten heißt Clara Zetkin. Sie gehört gleichfalls dem linken Flügel der SPD an. Aber es werden heute Abend doch nicht nur Politiker gekommen sein. Natürlich nicht. Die normalen Leute überwiegen. Und dann gibt es da noch einige Künstler, wie zum Beispiel dort drüben die berühmte Schauspielerin Miranda von Molnau. Ach. Neben ihr sitzt ein stark übergewichtiger Mann. Das ist der Operntenor Giacomo Salfredi. Und der junge Bursche, der wie wild auf ihn einredet, das ist einer der bedeutendsten deutschen Komponisten, Organisten und Pianisten überhaupt. Nämlich kein geringer als der berühmte Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy. Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Ich werde gleich hingehen und mir ein Autogramm geben lassen. Meine Gattin wird begeistert sein. Das sollten Sie lieber nicht tun. Weshalb nicht? Es könnte eine herbe Enttäuschung werden. Es war ein Scherz. Mendelssohn Bartholdy hat zwar in Leipzig gelebt, ist aber schon vor über 60 Jahren verstorben. Aber möglicherweise handelt es sich um einen entfernten Verwandten von ihm. Er sieht dem alten Knaben jedenfalls zum Verwechseln ähnlich. Das gleiche schmale Gesicht, die gleiche hohe Stirn, der identische schmale Backenbart und wie beim Original die lockig nach hinten gekämmten Haare. Über diese Flachserei hatten wir Lottie Land und William Norton aus den Augen verloren. Wir schauten uns um. Eben noch hatten die zwei am Flügel gestanden und mit dem Pianisten geschwatzt und nun waren sie beide wie vom Erdboden verschluckt. Sie müssen den Hinterausgang genutzt haben, denn an uns sind sie keinesfalls vorbeigekommen. Sie werden sich zu einem Schäferstündchen ins Hotel zurückgezogen haben. Das liegt in der Natur der Sache, wenn sie sich wie Mann und Frau gebärden. Das mag sein, aber dazu hätte es keine Heimlichtuerei bedurft. In diesem Moment kam Mary Saunders auf uns zugeschlingert. Sie hatte schwer geladen und war kaum noch der englischen Sprache mächtig. Na, meine beiden Bärchen, wen soll ich zuerst vernaschen? Sie drängte sich in unsere Mitte, schlang ihre Arme um uns und blickte abwechselnd vom einen zum anderen, wobei sie stark schielte. Ich muss nehmen, was für mich übrig bleibt. Ich habe nämlich kein solch großes Glück wie das feine Lottchen. Die hat der Märchenprinz auf sein Schloss geholt. Was reden Sie da? Er löste sich aus dem Griff um seinen Hals und schüttelte Mary Saunders an beiden Schultern. Was ist passiert? Raus mit der Sprache. Aber aus der Kleindarstellerin war nicht viel mehr herauszubekommen, als dass kurz zuvor ein Mann an Lottie Land herangetreten war, um ihr einen Briefumschlag mit eingeprägtem Wappen zu überreichen. Der Mann war mittleren Alters gewesen. Er hatte einen Spitzbart nebst gezwirbeltem Schnauzer getragen und ein unverständliches Deutsch gesprochen. Von Mary waren nur die beiden Begriffe Prinz und Rendezvous verstanden worden, weil es sie auch im Englischen gab. Obwohl sie alles mit anhören konnte, war sie nicht bemerkt worden, weil sie hinter einer Säule gelehnt hatte. Nach einem kurzen Palaver waren der Spitzbart und die Schauspielerin schnurstracks zur Hintertür hinausgegangen, wobei ihnen William Norton folgte, wenn auch in gehörigem Abstand. Was waren wir für Narren? Wir haben komplett versagt. Jetzt kann uns nur noch Hartmann Belzig helfen. Inspektor, ich hatte mich gründlich geirrt. Das Drama ist doch noch nicht zu Ende, sondern es hat gerade erst richtig angefangen. Vor wenigen Minuten ist Charlotte von Cumberland entführt worden. Und zwar direkt vor unseren Augen. Ich hätte auf die Zeichen achten müssen. Sie standen auf Sturm. Doch ich habe mich täuschen lassen, weil ich getäuscht werden wollte.
Nun müssen Sie in die Bresche springen. Sie sind unsere einzige Hoffnung. Ich will gerne alles tun, was in meiner Macht steht. Zuerst kommen also die 5 großen W-Fragen. Wer, wann, was, wo, warum? Die meisten Antworten sind bekannt. Wir wissen, wann, was, wo und warum es geschah. Bleibt nur noch die Replik auf die wichtigste Frage, nämlich, wer hat es getan? Im Zusammenhang mit diesem Komplott wurden uns 2 Personen namentlich genannt. Ein gewisser Bruder Joachim und ein Prinz. Können Sie mit diesen Informationen etwas anfangen? Joachim ist ein häufig gebrauchter Name in Deutschland. In Leipzig sind mehrere Freimaurerlogen und etliche obskure Gesellschaften beheimatet. Da mag es Dutzende Brüder dieses Namens geben. Um den richtigen Burschen zu finden, braucht es schon weitere Hinweise. So viel zum Bruder. Nun zum Prinzen. Auch diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten, weil nicht nur Königssöhne Prinzen genannt werden. Darüber hinaus ist Leipzig eine bekannte Messestadt. Ich denke, dass derzeit in den besten Häusern am Platze ein gutes Dutzend Prinzen aus aller Herren Länder abgestiegen sind. Wir können den Personenkreis wesentlich eingrenzen. Ein Ausländer kommt kaum in Frage. Außerdem ist unser Prinz entweder Mitglied in der deutsch-konservativen Partei oder im Orden Mysteria Mystica Aeterna. Von diesem Orden habe ich noch nie etwas gehört. Naja, die deutsch-konservative Partei wiederum dient als Sammelbecken für den deutschen Adel. Es wimmelt dort nur so von Prinzen, Kurprinzen und Erbprinzen. Doch selbst wenn ich einen Anhaltspunkt hätte, den ich aber nicht habe, dürfte ich Sie nicht darauf hinweisen. Mir als sächsischen Polizeibeamten ist es nämlich strengstens untersagt, mich in irgendeiner Hinsicht politisch zu betätigen oder auch nur zu äußern. Das kann ich gut verstehen, mein Herr. Dann sagen Sie mir doch bitte als Privatmann und völlig außerdienstlich, ob Ihnen schon einmal in Leipzig und Umgebung ein Prinz untergekommen ist, der den Deutschkonservativen zumindest nahesteht. Hartmann Belzig überlegte eine Weile, dann sagte er so leise, dass es kaum zu verstehen war. Also gut, August Wilhelm. Wie bitte? Das haben Sie aber nicht von mir. August Wilhelm, Prinz von Preußen. Der 4. Sohn unseres Kaisers hat sich vor kurzem eine Villa in Lößnig gekauft. Schließlich gilt er als Verfechter extremer Ideen. Er ist Antisemit, Militarist, Monarchist und ein entschiedener Gegner der Sozialdemokratie. Wenn sich überhaupt jemand deutsch-konservativ nennen darf, dann er. Wissen Sie, wo diese Villa in Lößnig steht? Das könnte sein. Wovon würde das abhängen? Sie verstehen es ausgezeichnet, einem Kollegen auf die Nerven zu gehen. In der Raschwitzer Straße. Dann los. Nichts wie hin. Worauf warten Sie noch? Meine Herren, das geht beim besten Willen nicht. Ich kann nicht beim Sohn des deutschen Kaisers mitten in der Nacht hineinplatzen und auf den leisesten Hauch eines schwachen Verdachts hin eine Razzia durchführen. Das würde das sofortige Ende meiner Karriere bedeuten. Das leuchtet mir völlig ein. Auch bei mir in England ist das Königshaus absolut tabu. Das weiß jedes Kind, spätestens seit den Zeiten von Jack the Ripper. Aber Ihr Dienst ist jetzt beendet. Sehen Sie, die Kellner löschen bereits die Kerzen. Sie haben uns vorhin zu einer kleinen Spazierfahrt eingeladen. Die wird uns auf meinen speziellen Wunsch hin durch das Leipzig bei Nacht bis in das schöne Lößnig führen. Und während Sie dort den Benzinstand von Ihrem Automobil überprüfen, die milde Abendluft genießen und einige Zigaretten rauchen, gehen Dr. Watson und ich uns ein wenig die Beine vertreten. Was halten Sie davon? Also, in Gottes Namen, auch wenn es ein schwerer Fehler ist, lassen Sie uns nun aufbrechen, ehe wir noch mehr Zeit verlieren. Das Automobil erwies sich als ein offener Mercedes Simplex, der an einen Landauer erinnerte. Es dauerte etwa 10 Minuten, um ihn in Gang zu setzen. Aber als er erst einmal rollte, sauste er schneller dahin als jede Kutsche. Die Straßen waren um diese Zeit völlig menschenleer. Wir brauchten auf keinen Verkehr zu achten. Der Wind pfiff uns nur so um die Ohren. Ich musste meinen Hut festhalten, damit er mir nicht vom Kopf geweht wurde. Unterwegs erblickte ich eine wankende Gestalt, die sich an einen Baum klammerte. Ich wendete meinen Blick im Vorbeifahren und erkannte den jungen William Norton. Halt! Sofort anhalten! Na los! Ich sprang aus dem Wagen und rannte die wenigen Yards zurück. William sah übel zugerichtet aus. Sein rechtes Auge war zugeschwollen, aus seiner Kopfwunde tropfte das Blut und auch seine Nase schien etwas abbekommen zu haben. Mein guter Junge, was ist passiert? Holmes und der Inspektor waren zwischenzeitlich zu uns gestoßen, sodass sie Zeuge von all dem wurden. Ich sah, wie Charlotte von einem mir unbekannten Mann durch die rückwärtige Tür geleitet wurde. Ich folgte ihr. Ich konnte mir keinen Reim auf das Ganze machen. Draußen auf der Gasse stiegen die beiden in eine geschlossene Kutsche ein. Sie fuhr sofort los. Ich bin ihr nachgerannt und hinten aufgesprungen. Nein. Ich konnte mich gut festklammern. Die Gepäckablage war frei. Außerdem habe ich mich zur Seite geduckt. Der Kutscher oben auf seinem Bock hat keinerlei Notiz von mir genommen.
Ich begann die abenteuerliche Tour bereits zu genießen und ließ die Beine baumeln, als die Kutsche jäh links stoppte. Ich purzelte auf die Straße. Aus dem Gebüsch kam eine finstere Gestalt gesprungen. Sie gab mir Saures mit einem Knüttel. Als Antwort verpasste ich dem Angreifer einen gut platzierten Leberhaken. Daraufhin hat er Fersengeld gegeben. Die Kutsche war inzwischen längst über alle Berge. William, das haben Sie sehr gut gemacht. Sie müssen uns jetzt begleiten. Wir sind aus begreiflichen Gründen in Eile. Dr. Watson wird unterwegs Ihre Blessuren verarzten. Und nun weiter. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Der ländliche Leipziger Vorort Löschnig war mit sehr viel Grün und hohen Bäumen versehen. Die limburgerische Villa lag malerisch an einem Vlies. Soweit wir im Mondschein erkennen konnten, besaß sie einen Turm mit spitzem Dach. Im Haupthaus brannte in mehreren Räumen Licht. Während der Inspektor, wie verabredet, im Automobil zurückblieb, stiegen Holmes, William und ich über einen niedrigen Zaun und pirschten uns an einen runden Erker im Erdgeschoss heran. William kletterte auf die Schultern von Holmes und schaute mit seinem gesunden Auge hinein. Charlotte sitzt an einem reich gedeckten Tisch und schwafelt mit irgendeinem Sackgesicht. Der Mann, der sie abgeholt hat, befindet sich nicht mit im Zimmer. Ich half ihm wieder herunter. Was nun? Wollen wir nicht lieber den Inspektor um Unterstützung bitten? Solange nichts passiert ist, kann er nicht eingreifen. Wir hingegen haben einen Auftrag zu erfüllen. Als wir das Haus vorsichtig umrundeten, sahen wir am Eingang zur Villa eine Zigarette aufglühen. Da! Das ist der Kerl, der mich vorhin niedergeschlagen hat. Bitte sehr, nur keine Scheu. Sie wissen aus eigener Erfahrung, wie es geht. Mitten auf den Solarplexus und nicht zu zaghaft. Sie haben nur einen einzigen Versuch. Kurz darauf hörten wir einen kurzen Schrei und vernahmen, wie ein schwerer Körper zu Boden fiel. Holmes ging die Stufen zur Eingangstür hinauf und fasste an die Klinke. Es war nicht abgeschlossen. Wir traten näher. Im Vestibül stand ein aufgerichteter Schwarzbär und schaute uns grimmig an. Wir hielten uns links, weil wir dort das Erkerzimmer vermuteten. Die Tür vom Salon war mit geschliffenen Milchglasscheiben versehen. Holmes nickte mir zu. Ich machte den Revolver schussbereit. Die Tür flog auf. Wir stürzten hinein. Wie können Sie es wagen, in mein Haus einzudringen? Hinaus, sofort, oder ich lasse Sie auf der Stelle erschießen. Berthold! Berthold schläft. Und das Erschießen dürfte sich momentan relativ schwierig für Sie gestalten, Eure Exzellenz, weil wir einen Revolver in Händen halten und Sie nicht. Wir möchten auch nicht weiter stören. In einer Minute sind wir wieder weg. Wir wollen nur etwas abholen, was nicht Ihnen gehört. Miss Cumberland, kommen Sie bitte. Sie stand auf und wollte zu uns herüberkommen, als links von uns ein Vorhang beiseite rauschte. Ein Mann mittleren Alters mit Spitzbart und gezwirbeltem Schnauzer richtete eine großkalibrige Pistole auf uns und sagte: So, meine Herren, Sie haben Ihren Spaß gehabt. Er ist jetzt vorbei. Legen Sie Ihre Waffen weg und heben Sie Ihre Hände. Bruder Joachim, Sie wissen, dass das keine annehmbare Option ist. Ich weiß nicht, ob Sie ein guter Schütze sind. Möglicherweise können Sie den einen oder den anderen von uns erwischen, aber niemals alle drei. Außerdem ist der Revolver von Dr. Watson auf Ihren Chef gerichtet. Ich glaube kaum, dass es ratsam wäre, das Leben eines großen Potentaten zu riskieren. Es ist viel weniger als eine Pattsituation, vor der wir hier stehen. Wir sind im Vorteil. Und Sie können nur verlieren. Also geben Sie auf. Ich wusste aus Erfahrung, dass der einzige Zweck dieser Worte darin bestand, den Gegner abzulenken. Im selben Moment schleuderte Holmes den Stock in die Fensterscheibe, die mit lautem Knall zerbarst. Bruder Joachim duckte sich instinktiv und begann sofort wie wild um sich zu schießen. Der Prinz ließ sich zu Boden fallen, William und ich ebenfalls. Ich nahm das linke Knie von Bruder Joachim ins Visier und wollte gerade abdrücken, als hinter mir ein Schuss losbrach. Ich sah hoch. Auf der Stirn des Mannes mit dem Spitzbart war ein Loch von der Größe eines Pennys erschienen, aus dem das Blut kräftig sprudelte. Dann brach Bruder Joachim zusammen. Ich schaute mich um. Hinter mir stand Hartmann Belzig mit verkniffenem Gesicht. Er hielt eine Luger in seiner Faust. Rauch stieg aus dem Lauf auf. So, das wäre auch geklärt. Darf ich Ihnen aufhelfen, Exzellenz? August Wilhelm war leichenblass geworden und seine Hände zitterten. Sie sollten Ihre Berliner Freunde wechseln, Eure Hoheit. Die Deutschkonservativen haben Sie ins offene Messer laufen lassen. Die Sache ist schon seit Tagen aufgeflogen. Aber Ihnen hat das anscheinend niemand verraten. Gemeines Mörderpack. Das wird schwere Konsequenzen haben. Was wollen Sie mit mir machen? Mich auch erschießen, wie meinen treuen Freund Joachim? Mich verhaften lassen?
Machen Sie sich doch nicht lächerlich. Sie haben nicht die Spur eines Beweises gegen mich. Ich gehöre dem deutschen Kaiserhaus an. Ich bin unantastbar. Ihr Leben ist verwirkt, ganz egal, was Sie auch tun. Verzeihen Sie mir, wenn ich widerspreche, Exzellenz. Es gibt nämlich noch eine dritte Möglichkeit. Sie ist äußerst simpel. Wir spazieren dort gleich zur Tür hinaus und Sie dürfen hier drinnen aufräumen. Wir werden Ihnen kein einziges Haar krümmen und Sie uns auch nicht. Ich bin von Beruf beratender Detektiv und heiße Sherlock Holmes. Vielleicht haben Sie den Namen schon einmal gehört. Mein Bruder ist Mycroft Holmes. Er arbeitet an verantwortlicher Stelle im Außenministerium. Derzeit bereitet er eine streng vertrauliche Denkschrift vor, welche die Namen sämtlicher Verschwörer enthält, den ihren nicht nur mit eingeschlossen, sondern an oberster Stelle. Dieses Geheimprotokoll wird auf diplomatischem Weg an die deutsche Regierung mit dem Hinweis übergeben, es freundlicherweise unter Verschluss zu halten. Solange Charlotte von Cumberland und den übrigen Personen an ihrer Seite kein Leid angetan wird, soll die Denkschrift geheim bleiben. Andernfalls gilt der Pakt als aufgekündigt und die Weltöffentlichkeit erfährt davon. Sie können dann Ihre Suppe in den Katakomben einer Festung löffeln. August Wilhelm ballte wütend seine Fäuste, erwiderte aber nichts. Alles vergeben und vergessen, Eure Exzellenz? Der Prinz nickte widerwillig mit dem Kopf. Das freut mich. Darauf wollen wir trinken. Holmes nahm das Champagnerglas, welches noch unangerührt an dem Platz von Charlotte stand, und reichte es August Wilhelm. Er kniff die Lippen zusammen und drehte den Kopf weg, trotzig wie ein Kind. Trinken Sie. Oder soll ich nachhelfen? Das wagen Sie nicht. Watson, den Stock. Niemand schlägt einen deutschen Potentaten. Trinken Sie auf der Stelle, oder ich werde ungemütlich. Der Inspektor wollte eingreifen, aber ich bedeutete ihm, sich zurückzuhalten. Widerstrebend gehorchte er meinem Befehl. Aus den Augen von August Wilhelm flossen die Tränen des Schmerzes und die der Erniedrigung. Er zog die Nase hoch und schniefte. Dann nahm er das Glas und trank es in einem Zug aus. Seine Augen wurden glasig. Er kippte seitwärts weg und fiel vom Stuhl. Ich kniete mich neben ihm hin und fühlte seinen Puls. Er war stabil. Der Prinz ist nur ohnmächtig geworden. Ich tippe auf eine gewöhnliche, aber starke Opiumtinktur. Da bleiben keine dauerhaften Schäden zurück. Wenn er aufwacht, wird er unter starken Kopfschmerzen leiden. Das ist alles. Charlotte von Cumberland zerknüllte ihr Taschentuch in der Faust und wischte sich mit einem Zipfel die Tränen aus dem Gesicht. Die junge Schauspielerin stand kurz davor, die Kontenance zu verlieren. So hatten sie die sich überschlagenden Ereignisse erschüttert. Auf der Rückfahrt fragte ich Holmes, stimmt das mit Ihrem Bruder? Wird er dafür sorgen, dass die Geheimdokumente veröffentlicht werden, wenn uns etwas zustoßen wird? Ich fürchte, die Antwort lautet nein. Selbst Mycroft ist nicht mächtig genug, um so etwas zu veranlassen. Eine solche Entscheidung obliegt allein dem König. Aber meine Drohung klang plausibel, glaube ich. Der Prinz kann sich nicht sicher sein, ob sie nicht tatsächlich wahrgemacht wird. Das Risiko ist zu groß. Also wird er die Finger von uns lassen. Wie sagt schon das Sprichwort? Rache ist ein Gericht, welches kalt genossen werden sollte. Noch eine letzte Frage. Woraus konnten Sie schlussfolgern, dass der Champagner lediglich Laudanum enthielt und nicht eine tödliche Substanz? Ich wusste es nicht. Ganz im Gegenteil. Ich hatte sogar gehofft, es würde Gift sein. Sherlock Holmes hatte es in Leipzig erreicht, die drohende internationale Krise abzuwenden. Er konnte damit den Beginn des Ersten Weltkrieges um einige Jahre hinauszögern, aber letztendlich nicht auf Dauer verhindern. Im Jahr 1914 versuchte er ein zweites Mal in die große Politik einzugreifen, diesmal vergeblich. Es gelang ihm zwar nach monatelanger Hatz am 2. August 1914, den deutschen Agenten von Borg in England dingfest zu machen. Dadurch konnten auch die lang gehegten deutschen Kriegspläne offenbart werden. Dies geschah aber einige entscheidende Tage zu spät. Der Erste Weltkrieg hatte bereits am 28. Juli 1914 begonnen. Obwohl Holmes seinen letzten Fall in gewohnter Brillanz löste, scheiterte er letztendlich, weil er das Massensterben auf den Schlachtfeldern nicht verhindern konnte. Charlotte von Cumberland startete unter dem Pseudonym Alice Brady eine Filmkarriere in Hollywood. 1938 erhielt sie einen Oscar für ihre Rolle in dem Film Old Chicago.
1939 zog sie sich aus dem Filmgeschäft zurück, kurz nachdem sie die Dreharbeiten zu dem Streifen »Der junge Mr. Lincoln« abgeschlossen hatte. Das Schicksal noch einer weiteren Person soll nicht unerwähnt bleiben. Jenes von August Wilhelm Prinz von Preußen, Sohn Kaiser Wilhelms II. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs trat er dem deutsch-nationalen Frontkämpferbund Stahlhelm bei, wurde 1930 Mitglied in der NSDAP und 1931 im Rang eines Standartenführers in die SA aufgenommen. Obgleich ihn der Propagandaminister Josef Goebbels als einen gutmütigen, aber etwas doofen Jungen bezeichnet hatte, erhielt er 1939 die Beförderung zum SA-Obergruppenführer. Im Februar 1945 flüchtete August Wilhelm vor der Roten Armee aus seiner Potsdamer Villa und setzte sich nach Kronberg im Taunus ab, wo seine Tante Margareta Landgräfin von Hessen lebte. Am 8. Mai 1945 wurde der Prinz von amerikanischen Truppen verhaftet und in das Internierungslager auf dem Gelände der Flak-Kaserne Ludwigsburg in Baden-Württemberg überstellt. Das erste Verhör fand am 21. Mai um 5 Uhr morgens in einem betonierten Kellergewölbe statt. An der Vernehmung nahmen eine Sergeantin, die das Protokoll führte, und ein Colonel teil. Beide trugen Uniform und beide sprachen perfekt Deutsch. Als August Wilhelm von einem bewaffneten Posten hereingeführt wurde, wirkte er übernächtigt und hungrig. Seine Zivilkleider schlotterten um seinen abgemagerten Körper. Schnürsenkel, Hosenträger und Gürtel waren ihm abgenommen worden. Er musste auf einem niedrigen Schemel ohne Rückenlehne Platz nehmen. Der wohlgenährte Colonel würdigte ihn keines Blickes. Er aß eine dick mit Speck belegte Scheibe Brot, flirtete mit vollem Mund mit der Protokollantin und spülte mit echtem Bohnenkaffee nach, dessen aromatischer Duft den gesamten Raum erfüllte. Die Sergeantin rauchte eine Camel ohne Filter. Zwischen den Zügen berichtete sie voller Emphase von einem Baseballspiel der Red Sox, welche sie vor dem Krieg gesehen hatte. Schließlich, als August Wilhelm immer unruhiger auf dem Hocker herumzurutschen begann, schaute ihm der Colonel mitten ins Gesicht und sagte mit kalter Stimme, die seine Worte Lügen strafte: Hoheit, ich freue mich, Sie nach langer Zeit endlich einmal wiedersehen zu dürfen. Wir kennen uns? Ich wüsste nicht, woher. Sir oder Colonel? Ich werde entweder mit Sir oder mit Colonel angesprochen. Haben Sie mich verstanden, Gefangener? Ja, Sir. Sie erinnern sich nicht. So. Dann will ich Ihnen auf die Sprünge helfen. Leipzig 1910. Die Villa in Lößnig. Charlotte von Cumberland. Macht es jetzt Klick bei Ihnen? Ja, Sir. Nun, ich war jener junge Bursche, den Ihre Männer in der bewussten Nacht halb totgeschlagen haben. Ich bin Detektiv geworden, wie mein großes Vorbild, der berühmte Sherlock Holmes. Zu Beginn des Krieges habe ich mich freiwillig gemeldet, weil ich die Nazis noch mehr hasse als die Kaisertreuen. Ich soll Ihnen herzliche Grüße von meiner Gattin ausrichten, die vormals Charlotte von Cumberland hieß und Sie heute durch mich fragen lässt, wie Ihnen damals der köstliche Champagner gemundet hat. August Wilhelm von Preußen, in dessen Sprachschatz das Wort Gnade nicht vorkam, wurde Ende 1948 nach 2,5 Jahren Zwangsarbeit gnadenhalber aus dem Internierungslager Ludwigsburg entlassen. Der 62-jährige Prinz war schwer krank geworden. Er starb kurz darauf am 25. März 1949 und liegt auf dem Friedhof der Fürsten von Hohenlohe-Langenburg begraben.